Bugatti riding, slow tonight, cause I'm loving every moment under city lights. Bugatti riding, slow tonight, cause I'm loving every moment under city lights. Tip, I love moment. Tip, I love moment. Tip, I love moment. Tip, I love moment under city lights. Loving every moment under city lights. Loving every night. City lights, loving every moment under city lights, loving every Phoenix, you burst.
to rise from the ashes. Moin! Yeah, was geht? Oh ja, oh ja, cool, ihr seid alle da. Was geht? Was geht? Was geht hier ab? Ich glaub, ihr geht mir nicht auf den Sack. Was geht? Leute, einen wunderschönen guten Morgen. Heute ein bisschen später dran, I'm sorry, aber nur ein ganz kleines bisschen später. Normalerweise so gegen 11 Uhr. Ganz kleines bisschen, habe ich Dings ausgemacht, habe ich. Ganz kleines bisschen verspätet. Was geht ab, Akira, mein Lieber? Schön, dass du da bist. Bisschen updancen im Chat finde ich mega nice, weil halt geile Mucke. Ist halt so, hat er recht. Kann man nur bei updancen. Ganz kleines bisschen später noch. Minimalistisch später. Bin erst gegen 9:15 aufgestanden heute, weil ich bis um 4 Uhr wach war, um dem Tüffelchen noch zu gratulieren. Falls ihr es nicht wisst, das Tüffelchen hat Geburtstag heute. Und da Geburtstage für die meist anderen Personen, aka mich nicht, wichtig sind, wenn sie nachher herkommt, gratuliert ihr alle. Ganz wichtig. Ein ganz liebes Persönchen und hat eine Gratulation verdient. Deswegen ganz schnelle Gratulation reinhauen, wenn sie später hierher kommt. Vielleicht ist sie noch nicht wach. Sie war gestern, glaube ich, noch ein kleines bisschen länger wach. Ich erinnere dich auch nochmal dran, Akira. Gar kein Stress. Einfach eine kleine Gratulation, einfach so, Tüffelchen, wie schön, dass es dich gibt, herzlichen Glückwunsch, du bist eine Tolle. Das reicht schon. Es gibt genug Leute, die sich um sie kümmern, hoffe ich zumindest. Heute Nachmittag, wenn ich hier fertig bin, werde ich auch noch mit ihr hoffentlich im Voice-Chat sein können und ihr nochmal meine tiefste Gratulation beisagen können. Keine Ahnung, wie ich das jetzt ausspreche. Aber kleine Gratulation für das Tüffelchen, denn die hat heute ihren Geburtstag. Gut, das kurz vorweg, bevor Tüffelchen hier ist. Bisher sehe ich sie noch nicht aktiv als Moderator, also alles entspannt. So, wir starten heute natürlich, wie soll es anders sein, mit Gönschön Impact. Immer dasselbe, ich weiß. Aber ein Mensch ist nun mal ein Gewohnheitstier. Das heißt, moin mein lieber Science Star, Küsschen aufs Nüsschen, du geiler Typ. Ein laufendes System soll man nicht aufhalten. Und ich bin ein laufendes System, denn mein Körper ist nichts anderes außer ein System von Dingen, die gemeinsam funktionieren. Yeah. Spaß beiseite. Wir wollen Genshin Impact zocken. Das Coole daran ist, wir springen direkt mal rüber. Boop. Das absolut Obergeilste daran ist, bam. Update 3.1 ist rausgekommen.
Mein Hals will gerade. Entschuldigung, ich wollte euch nicht schlagen. Update 3.1. Da ist Tüffelchen schon. Leute, ihr wisst, was zu tun ist. Science, ich weiß, du brauchst nicht. Aber alles entspannt. Das kannst du ja später noch machen. Ja, 3.1 ist rausgekommen. Geil. Das heißt, wir werden heute... Ja, Akira, woher weißt du das nur, Akira? Hä? Oh, Tüffelchen. Ich habe ihm nichts gesagt. Hä? Nein, Spaß, ich habe ihm Bescheid gesagt. Alles Gute nochmal, Tüffelchen. Schön, dass es dich gibt. Ich kann hell sehen. Geiler Typ, ja so. 3.1 ist rausgekommen. Die Party geht ab. Ich Schnuggiputz. Ich bin kein Schnuggiputz. Ich bin von Anfang an da. Oh, shit. Okay, Leute. Mission fehlgeschlagen. Abort Mission. Abort Mission. Beeilung. Abort Mission. Schnell. Schnell. Wir müssen hier weg, Leute. Schnell. Wir müssen hier weg. Warum hängt hier alles? Okay, wir müssen weg, Leute. Schnell. Auf Wiedersehen. Haut rein. Abort Mission. Tschüss. Ist natürlich nur ein Joku-Deska. Wir aborten natürlich keine Mission. Wir wollen weitermachen. Wir wollen natürlich weitermachen. Sekunde, jetzt habe ich hier... So, Entschuldigung, so ein Witz. Der braucht immer einen Moment, bis ich dann wieder fertig bin. Ich dachte, du hast mega Mod-Fähigkeiten, aber Twitch spinnt manchmal. Naja, es braucht immer ein bisschen, bis die aktive Liste überarbeitet wird. Bis die Science da stand von Anfang an drin. Streamlabs steht sowieso die ganze Zeit drin in meinen aktiven Moderator-Chat-Verbindungsgedöns-Schissel. Aber Tüffelchen stand noch nicht drin. Die kam wahrscheinlich nur ein Minütchen später nach. Oder kurz bevor ich angefangen habe. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall stand sie noch nicht drin. Fuck! Shit! So, ja. Update 3.1 ist da. Schön. Geburtstag von Genshin Impact ist heute. Happy Birthday, Tüffelchen. Happy Birthday, Genshin Impact. Nice. Alles zusammen kriegen wir hin. Easy. Also, das bedeutet auch, wir haben einen neuen Charakter zur Verfügung. Nicht nur unseren 5-Star Sino, sondern auch einen neuen 4-Star-Charakter. Ich habe leider keine Ahnung, wie sie heißt. Deswegen, wir sind aktuell bei 65 Puls. Muss ich nochmal ganz kurz zählen. Sind immer 5 pro Seite. Wir gehen so runter. Bis wir den ersten 5-Star sehen. Das erste Mal orange, da Klee. Pupp, zurück. 12 Seiten. 5 mal 12. 60. Wir sind bei 60 Puls. Krümeli, Hallöchen, meine Liebe, und vielen Dank, dass du auch mitmachst. Dankeschön. Ja, wir haben Sino am Start. Seit heute. Und ja, sie. Ich habe leider keinen Plan, wie sie heißt. Aber wir sind bei 60 Puls. Unser nächster 5-Star-Pull ist der 100% 5-Star-Pull. Ich habe 150 Wishes. Also ist mir völlig Banane. Eigentlich wollte ich ihn nicht haben, weil... Ich dachte mir so, ja, wozu brauche ich ihn? Elektro-Damage, Elektro-Heal, Elektro-Generell habe ich mehr als genug. Und hallo an alles. Oder an einen Yu-Gi-Oh-Char. Ja, stimmt, der sieht echt aus wie ein Yu-Gi-Oh-Char. Ein ägyptischer König. Ein ägyptischer König. Und das ist auch irgendwas. Das ist ja das Coole. Ich hatte euch vor einiger Zeit ja mal gezeigt, diese komische Pyramide, die im Hintergrund zu sehen ist. Bei dem Border von der Map. Zeige ich euch gleich nochmal. Das ist tatsächlich das, wo wir jetzt hinkommen. Das ist mega gut. Und da werden wir uns heute auch hinbegeben, Leute. Wahrscheinlich gibt es heute keinen Horizon Zero Dawn für die Leute, die für so Horizon Zero Dawn hier sind. Sorry, gibt's nicht. Wir werden heute höchstwahrscheinlich, vielleicht später doch noch, ich weiß es nicht. Das kommt jetzt ganz spontan darauf an, wie ich Bock habe. Wir werden heute höchstwahrscheinlich nur Genshin zocken. Weil Genshin geil. Und neues Update. Sehr geil. 2 neue Archon-Chapter. Sehr, sehr geil. Also, jetzt pullen wir aber erstmal. Wir brauchen nur noch, ich würde schätzen, maximal 20 Wünsche, bis unser 5-Star Sino kommt. Ich möchte aber eigentlich nur sie haben. Wenn ich sie im ersten 10er bekomme und er ist nicht dabei, dann hole ich ihn mir auch nicht. Wenn ich aber
mehrere Pulls brauche und er kommt dann mit, dann ist es so. Dann ist mein nächster Wunsch der 50-50 und mal gucken, wo wir den versuchen reinzubandern. Also, bitte komm, whoever you are, junge Dame, liebe Vierstar-Charakterdame mit dem Schild, cool, und dem Speer, den sie tragen wird, das weiß ich schon. Please, please, please. Erster Zehner ohne Five-Star, gimme, gimme. Wenn man Five-Star nicht will, kommt er immer. Okay, er will, kommt nicht, sehr schön. Bitte die neue, bitte die neue, bitte die neue. What the fuck, zwei Charaktere und ist es nicht die neue dabei? Shit. Mist, okay, das war jetzt nicht so erfolgreich. Verdammt. Oh, von ihr nehme ich auch noch Konstellation, das ist fein, aber sie spiele ich halt gar nicht, das ist blöd. Ah, okay, noch ein Try. Aber jetzt sind wir bei 80, heißt also, es ist, glaube ich, 90 ist der Max Pity, aber sehr gut möglich, dass Sino jetzt kommt. Bitte, ich möchte aber auch die neue dazu haben. Please, da ist Sino. Wir gehen jetzt ganz spannend durch. Wir müssen ja, nein, wir gehen nicht spannend durch, skip. Nicht die neue, oh Mann, oh, aber Sino ist am Start, cool. Sino, geil. Okay. Ich will die neue. Okay, bevor ich jetzt was gucke. Obtain Sino, geil. Was wollte ich gucken? Ja, ich wollte jetzt erstmal schauen. Sino ist schon mit beigetreten. Moin Sino, was geht ab? Cooler Typ. Keine Ahnung, ich kenne dich nicht. Wer bist du? Auf jeden Fall trägt er einen Speer. Das ist ja toll. So viele Speere habe ich nicht. Das ist ein Problem. Dann kriegt er erstmal den hier. Möchte er physischen Schaden machen? Das ist die Frage. Das wäre vielleicht gar nicht mal so bad, wenn er das wollte. Aber most probably will das not. Wir bleiben jetzt erstmal bei dem hier. Increases normal attack damage. Crit rate ist dabei. Ist erstmal cool. Speercharaktere spiele ich nämlich eigentlich schon eine Menge. Das hier ist Water und Hydro und Pyro. Na gut. Und ich muss auch gucken, auf Wasser. Oh Gott, das wird wieder. Ne? Ich will die neue haben, nicht den. Mist. Den habe ich noch nicht angeklickt. Das hier noch ein Ausruf. Da. Achso, ja, sie kriegt ja auch. Ach ja, natürlich. Ich habe ja auch noch für die beiden hier Konstellationen freigeschalten. Moment, das machen wir schnell. Boop. Und boop. Meine süße Sayu ist nun C6. Cool. Und sie spiele ich nicht mal. Aber Noelle ist jetzt auch C6. Das heißt, ihr Schild macht kabumm. Geil. Ach nee, Quatsch. Ihr Schild macht schon kabumm. Aber sie kriegt extra Damage durch ihre Defense. Cool, alles klar. Nice. Sehr schön. Gut, Sino ist am Schlüssel. Hallo, Sino. Cool, 1, 2, 3, 4. Hier ist eine Wespe reingekommen. Du kannst gleich wieder gehen, Süße. Hier gibt's nichts für dich. Auf Wiedersehen. Ciao. Als hätte sie mich gehört. Cool. Beste Mitarbeiterin. So, sehr schön. Er macht auch einen Pieksangriff, wenn er einen starken Angriff macht. Sehr schön. Und er schmeißt seine Waffe auch cool weg. Sehr schön. Auch im zweiten Angriff? Nö, aber... Pieks, pieks. Und schwingen. Und dann flup, weg damit. Cool. Nicer Typ. Okay, er muss ja knapp angezogen sein, weil er ist ja in der Wüste. Also, Sino ist hier. Welcome, Sino. Ich möchte aber gerne die andere. Achso, ja, ich wollte überprüfen, was er an Konstellation Nummer 1. Weil es kann durchaus sein, dass ich nach 15 Wünschen direkt nochmal den zweiten Five-Star ziehe. Single was Swiftness, Sinus Normal Attack Speed will be increased by 10 Sekunden. Er ist auf jeden Fall ein Damage-Dealer. Sieht zumindest danach aus. Was macht er? Weil er ihm gibt es nämlich auch. Two additional arrows per aimed shot, each dealing original. Okay, das interessiert mich halt gar nicht. Dann nehme ich Sinus Constellation, falls sie kommen sollte. Oh, seine Stimme. Bitte, 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 bitte. Ich will nicht so viel. Du bist nur ein 4-Star-Charakter. Ich will nicht so viel reinwünschen für dich. Komm jetzt! Nein, schon wieder Sayu. Willst du mich mobben? Oh Gott, nochmal. Okay. Was soll denn das? Nein, ich krieg sie nicht. Nicht gut. Okay, 50 ist mein Maximum, habe ich mir schon gesetzt. Bitte, 50. Come on, 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 come on. Doch nicht wahr sein. Ich hab kein Glück, Mist. Okay, das war's. Mist. Okay, ich hoffe, sie bleibt noch eine Weile. Also sie ist ja nur ein 4-Star-Charakter, heißt, ich bekomme sie so oder so. Oh. Mist. Miste Kiste. Ups. Sie war die einzige, die ich wollte. Ich fand sie cool vom Stil her.
So, wir haben noch eine Sayo gezogen, das heißt, das ist in Wünsche zurückgegangen. Neuer Battle Pass übrigens. 50 Wünsche sind raus. Bumm, dankeschön. Cooler Typ, alles klar. Was ist eh? Einfach nur ein Piekser. Okay. Also, Damage-Dealer würde ich jetzt einfach mal schätzen. Ich habe keine Ahnung. Wir müssen uns einmal schnell die Talente anschauen. Ist hier irgendwas Besonderes dabei? Nö. So. Perform a swift thrust dealing electro damage to opponents along the path. When Sinus under the Pact Sworn Path Clearer State, triggered by Sacred Rite, Wolf Swiftness. Okay. Durch seine Ulti. He will instead unleash a Mortuary Rite that deals thunderous AoE electro damage and extends the duration of Pact Sworn Path Clearer. Was ist Pact Sworn Path Clearer? I don't know. Werde ich wahrscheinlich noch herausfinden. Skill Damage, Mortuary Ride Damage, bisschen höher. Pact Sworn Path Clearer, Duration Bonus, 4 Sekunden, CD 7,5, Mortuary Ride, CD 3,0. Keine Ahnung, was Mortuary fucking Ride ist. Kommt das jetzt hier oder was? Pact Sworn. Oh Gott, was ist das denn? Oh nein. Eine zweite Dingsbumskirchenziel? Ein zweiter Riden? Dafür, dass er in der Wüste liegt, ist er ganz schön blass um die Nase. So sind die Charaktere halt, ne? Die sind nicht alle sehr bräunlich. Du klingst leicht verschnupft. Nein, nein, alles gut. Ich habe heute früh ein Cornflakes mit ordentlich Milch reingeballert und das schlabbert mir immer alles voll. So, egal. Calls upon the Divine Spirit to indwell him, morphing into the Pact Sworn Path Clearer. What? Was ist denn Mortuary Ride? Oh Gott, meine Fresse. Pact Sworn Path Clearer. Ist wahrscheinlich ultitechnisch so aufgebaut wie. Hast du jetzt durch die Nase gezogen? Ja. Volle Möhre. klingt jetzt gerade so ein bisschen wie. Sag schon. Razor. Packs von Klavier. Sinus Normal Attack. Normal charge and plunging attacks will be converted into electro damage. Okay, das ist schon mal was. That cannot be overridden. Sinus elemental mastery and resistance to interruption will increase and he gains immunity to electro charged damage. Okay. This effect will cancel when Sinus leaves the field and lasts a maximum of 18 seconds. Wie viel cooldown hat's? Basic duration? Kann das erhöht werden? Hat einen Cooldown von 10 und eine Basic Duration von. Cooldown von 20 und eine Basic Duration von 10. Nach 80er Kosten, okay. Elemental Mastery Bonus 100. Also er kriegt schon mal durch Elemental Mastery ein bisschen mehr Damage. When Sinus in the Pact Sworn Path Clearer State, activated by Writers, bla bla bla, beim Ulti. Sinus will enter the. Ancient Stance at Interval. Was? If he activates Secret Rite of Chasmic, das ist das hier. While affected by his stance, he will activate the Adjudication Effect, increasing the damage of this Secret Rite. Chasmic Soulfarer by firing off three Dust Stalker Bolts that deal 100% of Sinus Attack as Electro Damage. Elemental Skill Damage. Damage values will be increased based on his Elemental Mastery as follows. 150 ist Elemental Mastery. Also increased by 200 ist Elemental Mastery. Okay, sobald er Durchbruch Level 70 hat, kann er gut Elemental Mastery brauchen. Das ist gut zu win. Haben wir denn was mit Elemental Mastery? Das können wir ihm doch gleich alles geben. Wobei er ist ja noch nicht Level 70. Also braucht er erstmal ATK Percentage. Ganz normal. Bauen. Alles schon verbraucht. Guck mal hier. Sie benutze ich sowieso nicht. Danke, Sayo. Du bist jetzt zwar fett Ultra-Level geworden, aber tschüss. Danke. Hier. Das nehmen wir. Gibi, gibi. Dann können wir auch direkt das hier nehmen. Hier ist sogar ein bisschen Elemental Mastery mit drauf. Ordentlich ATK. Crit Rate. Nehmen wir. Dann brauchen wir Elektro. Elektro-Damage-Bonus. Das da. Jetzt wird es ein bisschen blöd, aber hier ist auch Elemental Mastery drauf.
Und jetzt muss ich mir überlegen, welche Waffe ich ihm gebe. Ich habe halt nicht viele Waffen. Das ist so ein bisschen das Problem bei ihm. Für ihn. Das wäre auch das Problem. Das gleiche Problem wäre auch gekommen, wenn ich die andere Dame gezogen hätte, weil ich habe auch für sie, glaube ich, nicht wirklich eine Waffe. Aber nehmen wir doch die Physical Damage Waffe. Dann kann er ein bisschen Damage machen mit seinen physischen Angriffen. Und für den Helm. Ja, wie sehen seine Attribute aus? Brauchen wir Crit Rate oder Crit Damage eher? Crit Rate ist okay. Nehmen wir Crit Damage, in der Hoffnung, dass auf dem Helm, den wir uns aussuchen können, noch ein bisschen Crit Rate drauf ist. Crit Damage. Hier. Bisschen Crit Rate, Elemental Mastery und ein bisschen ATK nehmen wir. Stats sehen dann soweit 50, 146, das ist fein. Elektro Damage Bonus ist am Stissel, 240, nee Quatsch hier, 98 Elemental Mastery. Sehr schön. Dann brauche er aber jetzt nur noch Level. Dann denke ich mal, wird die Art. Cool. Das ist wahrscheinlich sein Ulti-State, oder? Sieht ja auf jeden Fall danach aus. Ja, dann wird er auf jeden Fall über die 1500 ATK kommen. Die HP wird sich auch nochmal stark erhöhen, schätze ich jetzt mal. Die ersten 20 Level können wir ihm natürlich sowieso schon mal zuschustern. Wir haben auch einen neuen Boss bekommen. Ich würde jetzt einfach mal ganz stark schätzen, dass wir dafür... Oh wow, wir brauchen generell neuen Kram. Mist. Ich würde mal schätzen, dass wir für ihn... Das kann ich mir auch gleich mal ganz kurz angucken. Vom neuen Boss die Items brauchen. Nein, von der Pyro... von der Elektro-Regis-Wine. Okay, das hätte ich dann doch nicht erwartet. Die können wir direkt machen, tatsächlich. Aber wir müssen diese Skarabien sammeln. Also bleibt er jetzt leider erstmal Level 20 und wir machen jetzt first and foremost Dailies. Ich werde heute Abend mit Betsy essen gehen. Sie möchte mich gerne einladen. Mehr ist heute nicht geplant. Den ganzen Tag allein daheim. Okay, dann machen wir heute vielleicht nicht so lange. Damit ich ein bisschen, damit du nicht so alleine bist, dann bin ich bei dir. What are you doing here? Trouble. Okay. Quatsch mich nicht voll. Ich will einfach nur meine Daily fertig machen. Meine Güte. Do you need my help? Well, in a sense, yes. Wir werden einfach nur durch das neue Gebiet wiggeln und ordentlich dort erforschen. Wenn ich schwimme, Junge. Fresh Slime Condensate. Geil. Also er hat auch eine eigene Waffe. Ich habe auch schon überlegt, eventuell nochmal ins Waffenbanner reinzupullen, bis ich den 5-Star bekomme. Aber dafür müsste ich echt eine Menge nochmal neu pullen, weil ich bin gerade erst hinter meinem... 5-Star-Pull beim Waffenbanner. Irgendwas zwiebelt hier in meinem Ohr, wenn ich rede. Okay, ist besser. Das werden wir sehen. Ich bin noch nicht allein, hab auch euch hier. Ja, aber wir sprechen ja nicht direkt mit dir, so dass du auch direkt antworten kannst. Du musst immer in irgendeinen Chat schreiben, ist doch blöd. Abgesehen davon will ich sowieso Genshin Impact... zum Umfallen durchzocken. Neues Gebiet, hallo. Ich muss zocken. Ich muss daddeln. Ich muss spielen. Und bin doch eh nicht so gesprächig. Ja, stimmt. Hast recht. Bist schon eine ruhige. Wir machen erst das hier, weil das Kampf, dafür werden wir uns nicht so weit wegbewegen. Ups. Ich habe vergessen, dass er nicht viel HP hat und Angriffen nicht lange standhalten kann und oder wird.
Mann! Die sterben ja gerade alle weg. Meine Güte, gehen die mir auf den Keks. Ja, ohne Kolle ist blöd. Die macht momentan meinen Sub-Damage. Alter Schwede! Das hört nicht auf. Meine Güte, was ist hier los? Die sind alle so in der Range. Was ist hier denn los? Okay, sind aber nur noch die drei. Also eigentlich machbar, denke ich. Scheiße. Meine Güte, die tun richtig weh, ey. Na gut, wahrscheinlich tun sie ihr nicht weh. Okay, ich komme gleich nochmal wieder. Ich gehe jetzt erstmal meine Charaktere wiederbeleben. Oder nehmen wir uns einen richtigen DPS mit. Challenge failed. Nein. You don't say. Mann. Toll, da habe ich endlich mal seine Ulti gestartet und ich konnte sie nicht mal ausleben. So eine Kacke. Sah aber cool aus. So, jetzt wollen wir noch ein DPS dazu nehmen, damit die Mädels und Jungs hier nicht komplett untergehen. Wer wäre besser als Yelan? So. Achso, wir müssen sowieso die Order ein bisschen ändern, weil Main DPS in dieser Runde ist jetzt eh Sino. Dann haben wir Sub DPS und sie ist Heiler. Sie kommt ganz nach hinten. Und sie ist eigentlich gar nicht zugehörig, also passt schon. So, wen haben wir denn da? Kazaya. Tut mir leid, Kazaya. Ich habe keine Ahnung, wer du bist. Wenn ich noch nicht mal weiß, wer du bist, dann lasse ich dich auch nicht in meine Welt rein. Aha, Kazaya wieder. Tut mir leid, Kazaya. Ich habe keine Ahnung, wer du bist. Also lasse ich dich auch nicht in meine Welt rein. Hammer of the Mushrooms. Letzte da unten. Was ist das? No honor amongst thieves. Okay. Das ist kein Zeitkampf, sondern einfach nur so ein Kampf. Das kriegen wir hin. Cool, Leute. Macht ihr richtig gut. Ich treffe nichts. Nice. Hä, voll geil. Seine Angriffe verändern sich.
Und seine E auch, okay. Seine E hat sogar einen kleineren Cooldown. Okay. Also, habe ich ja gesagt, so eine Art Raiden. Nur, dass nicht die ganze Zeit passiv Elektro mit drauf ballerknallert. Oh, guck mal. Ehenblight Drake. Wer ist das denn? Das ist der neue Bossy-Boss. Wo ist der denn ganz? Boah, das sagt mir nicht, wir müssen da jetzt so richtig bescheiden hinlatschen jedes Mal. Das ist ja übel ungeil. Oder ist der hier drinne? Most probably not. Wobei da oben geht's, da hinten geht's weiter, oder? Nee. Schaut jedenfalls nicht danach aus. Ich möchte mir den aber gerne einmal angucken. Und einmal kämpfen müssen wir so oder so gegen den, gar keine Frage. Aber das ist ja eine halbe Weltreise zu dem, das ist ja nervig. Doch, das ist eine üble Weltreise zu dem. Das ist ja widerwärtig. Bäh. Also von hier, da bin ich drinne. Das ist problematisch. Da komme ich so nicht einfach hin. Von hier komme ich drüber und ich glaube, das ist auch drinne. Bin ich mir aber gerade nicht so sicher. Aber ist auch nicht viel weiter weg. Also von daher. Eh, wurscht. So, Ehenblight Drake, bist du hier? Sieht aktuell noch nicht so danach aus. Kann auch sein, dass ich ihn auf die Entfernung noch nicht sehe. Da hinten. Da maybe. Also wenn das hier oben ist, dann hat er auf jeden Fall schon mal keine Spezialarena gekriegt, außer so ein bisschen Kreis auf dem Boden. Ne, hier ist es nicht. Das ist tatsächlich unter Tage, glaube ich. Ja, es ist unter mir. Oh, wow. Und dann hier, maybe? Weil bei dem anderen sah es nicht so aus, als würden wir da großartig weiterkommen. Und hier geht's in die andere Richtung. Uiuiui, wo ist denn der? Ja, da muss er doch hier irgendwie... Also, man kommt bei jedem Miniboss irgendwie schon ran. Und zwar nicht dauert meist nicht zu lange, aber man kommt ran. Aber dann hat er ja nur noch die Möglichkeit, hier irgendwie drinne zu sein. Vielleicht durch dort oben. Muss ich gleich mal da oben schauen. Maybe not dort oben. Wo ist er jetzt? Südlich von mir. Geht's da lang? Da geht's lang. Oder? Oh ja, geht es. Ich war hier sogar. Entweder ist das neu oder ich war hier noch nicht. Das werden wir herausfinden. Wir nehmen die mit. Meine stärkste Bums-Peng-Truppe aktuell. Wo fängt's an? Da. Dum, dum. Dum, dum, dum. So, drehen bitte. Drehen bitte, hallo. Stimmt, ich muss draufschlagen. Hab ich vergessen. So, wo kommen wir? Oh, ist einfach nur eine Tour. Toll. Hier geht's nicht weiter. Crap. Ja,
Aber was entdeckt. Also war das wahrscheinlich schon von Anfang an da und ich habe es einfach nur, ja, entweder übersehen oder ich hatte hier das Instrument noch nicht. Kann beides sein. So, wie komme ich zu dem Boss? Ich möchte den gerne einmal zusammen mit meinen Freunden verprügeln. Spielen. Maybe da hinten durch. Hier geht's auch nicht viel weiter. Na gut. Danke, Leute. Tschüss. I don't know. Ich bin tatsächlich ein kleines bisschen überfragt. Mit? Ian Blight Drake. Matrix of the Overseer Network. Mit? Gibt's den schon länger? Den kannte ich nämlich noch gar nicht. Den habe ich noch nicht gesehen. Okay, cool. Und das andere ist drüben. In dem neuen Gebiet. What? Ich bin verwirrt. Da muss ich mich nochmal umschauen, wie ich zu dem Viech komme. Maximale Verwirrung. Achso, ja, sie ist gar nicht hier. Vergessen. Was ich heute mit ihr sprechen wollte, war sie nicht mehr sie selber. Sondern jemand anders. Der läuft doch barfußmäßig rum, ne? Der hat nur so Halbsöckchen an. So, sehr schön. Dailies erledigt. Vielen Dank, Sino. Bist ein Kuli. Aber, ach man, was drücke ich denn hier für Knöpfe? Aber du bist erstmal wieder raus. Jetzt gehe ich mit meinen anderen Kollegen erstmal wieder voran. Ich muss die Elektro-Regis-Wein erledigen. Für ihn. Also fangen wir damit auch direkt einmal kurz an. Dann machen wir hier draus einmal ganz kurz die Blumenzerstörungsparty. 1, 2. Wo ist er? 3 da. Und 4. Zack, zack. Go. Ja, an sich müsste ich gucken, ob ich für ihn den Speer auch ziehe. Weil ich halt nichts anderes habe, was ein bisschen blöd ist.
So, wir gehen kurz nach Varanarana rein, zu der Blume und quatschen die einmal an. Da die jetzt ja ein erhöhtes Level für uns hat, die Blumi-Blum. Damit dieses komische Zeichen oben endlich vorbei ist. Was will ich nicht sehen? Das geht mir auf den Keks. Und vielleicht die Sumero-Waffe, die Energy Recharge-Waffe, die ich hier kaufen konnte. Für die Geschichten. Ob die vielleicht gut für ihn ist? I don't know. So, haben wir gesehen. Yippie, yay, yay. Er hat neue Level. Geil. Kann das bitte jetzt weg. Dankeschön. Supi. So, und wir wollen los. Nichts weiter zu tun. Wir gehen nachher nochmal kurz die Elektro-Regiswein verprügeln für ihn. Aber ansonsten gehen wir jetzt erstmal ins neue Gebiet, Leute. Ich freue mich. Freut ihr euch? Ihr freut euch. Freut ihr euch? Ich freue mich. Freue ich mich? Ihr freut euch. Questmäßig habe ich jetzt eine, nämlich die Archon-Quest. Aber das Erste, was wir heute machen, ist ganz entspannt alle drei. Und hier ging es nicht weiter. Boop, jetzt geht's weiter. Cool. Ganz entspannt die drei. Oh wow, ist einfach nur Wüste. Die drei Statuen besuchen, um die Map aufzudecken. Uns ein bisschen umschauen. Ne? Alles, was uns in die Quere kommt, das holen wir uns auch. AKA Kisten und so. Neue Pilze? Nee. Doch, die sehen anders aus als die eigentlich Feuerpilzchen. Haben aber die gleichen Items dabei. Okay. Aber es scheinen mir neue Pilzis zu sein. Zumindest sah es so aus. Ah, guck mal, wie das aussieht, ne? Die haben auch in der... Und hier, guck mal, was da rumdüst, ey, geil. Kann man damit irgendwas machen? Drifting... man konnte was damit machen, okay. Was sie auch schon im Livestream gesagt hatten. Sie haben eine Welt hier erschaffen, die im Gegensatz zu dem, was wir jetzt in Sumero kennengelernt haben, völliges Gegenteil ist. In Sumero hatten wir lebhaft, grün, das ganze Land hat schon gelebt und so weiter und so fort, könnte man fast gesagt haben. Und hier haben wir einfach eine Wüste. Und hier geht es ganz besonders stark um Tod, Verderben, all so ein Gedöns. Und da finde ich sehr interessant, so einen extremen, ja, so diese zwei, wie heißt das nochmal? Deutsch ist heute wieder nicht so meins. Diese Unterschiede einfach nur, ne? Diesen Kontrast, da ist es. Dieser extreme Kontrast. Zuerst sind wir in so einem lebenden Land und jetzt sind wir in so einem nahezu toten Gebiet. Alles ist tot. Kein Leben in der Erde. Alles Sand. Und sie hatten auch im Livestream gesagt, dass der Großteil vom Thema dieses Gebietes Richtung Tod ginge. Man lebt halt nichts mehr hier, ne? Ist halt alles dead. Es ist auch keine Musik. Ich höre. Also kann auch sein, dass es, weil es nachts ist gerade. Es ist halt nichts hier. Ich höre keine Musik auch. Kenyo Banjuk. Nintendo Banjo. Bumm. Oh, neue Pages. Na, wie ich schon gesagt habe, als ich gesehen habe, wo ich bei so circa 70% in allen... Oh, wow, guck mal. Unsere Fußstapfen auch im Boden bleiben. Das ist ja cool. Wo ich so ungefähr alles auf 70% entdeckt hatte,
in Sumeru und wir nur so bei 20-30% waren für den Exploration Rate beim Dings, bei dem Heini in der Stadt. Ich hab gesagt, wir kriegen noch was dazu und das gehört mit Sicherheit doch noch dazu. Was bist du denn? Ein Skorpion. Was droppt ihr? Fleisch. Ihr seid also wie die anderen Mobs. Da hängen Kokosnüsse. Oder was auch immer es sein soll. Es sind auf jeden Fall Palmen. Es könnten Kokosnüsse sein. Fruit that grows, bla bla, ist mir okay, alles klar. Was ist hier? Ein kleiner Pilz gefangen in einem Bäumchen. Wollen wir ihn von seinem Leiden befreien. So, was wir brauchen, haben wir schon gesehen. Das sind irgendwelche Skarabäen oder sowas. Bin mal gespannt, wo ich die am besten finden die Skarabäen. Für Sino. Guck mal hier, können wir hier noch eins kaputt machen. Was ist das denn? Hallo, bleib hier. Bleib einfach da drin hängen. Was bist du denn? Okay, du bist auf jeden Fall nicht aggressiv. Hä, was seid ihr denn für lustigen Kerlchen? Oh, du bist ja doch aggressiv. Okay. Ihr seid wie die Löwen und sowas. Ihr seid einfach da und ihr gebt bestimmt Fleisch, ne? Ja, ihr gebt eine Menge Fleisch. Okay, Fleischfarm ist hier schon mal kein Problem. Und das sind also nur irgendwelche Mobs, die nicht so wichtig sind. So gesehen, nicht so wichtig. Die werden bestimmt auch wieder missbraucht, sag ich jetzt mal. Gut, wir sind in dem toten Wüstengebiet, sammeln trotzdem grüne Dendro-Sachen ein. Und ich denke mal, dass wir hier auch neue Dendro-Kolosse finden werden. Das ist die City, ne? Ja. Davon haben sie uns auch in dem Livestream erzählt, von der City. Schauen wir uns erstmal an, was hier ist. Aru Village. Eye of Sands. Dar al-Shifa. Gibt eine neue einmalige Dingsbums. Aber nicht schlecht. Hier haben wir zwei den Dingern auch. Haben wir die hier gerade oder sind die jetzt tatsächlich hier gelandet? Gut, gehört zu Sumeru, weil hier sehe ich die tatsächlich nicht. Lustig, dass die direkt hier gelandet sind, das ist funny. Aber wie schon gesagt, wir schnallerballern jetzt einfach einmal durch. Wir gehen jetzt hier den Weg entlang runter zu dem Teil und dann gehen wir das Ding besuchen. Statues of Seven Worship. Wenn es Dendro ist, ist Dendro. Na klar. Und die City besuche ich ein andermal. Weil da werden mir mit Sicherheit auch noch andere Quests gezeigt. Ich gehe den Navigate hier entlang. So, was haben wir hier? Kaktusfrüchte. Red Crest. Okay. Die Wüstenhaine sind hier auch krass am Stüssel, klar. Nanko Hyraku. Ist halt ein cooler Mann, der Mann. Also der muss ja dabei sein. Eigentlich wäre es smart, wenn ich anstatt ihm, weil ich Heilung habe ich ja schon, anstatt ihm irgendjemanden mit habe, der Damage macht, ohne dass man großartig was dafür machen muss, aka sie. Wie viel Crit hat sie denn aktuell? 82? Dann werde ich ihr die Waffe von Ito geben. Damit sie sehr viel mehr ATK hat. Und bei 54 Crit landet, das reicht. Okay.
alles so leer hier, ne? Das ist abgefahren. Klein Benny unterwegs mit den drei starken großen Frauen. Euler, Yelan und Königin Raiden. Oder Göttin Raiden. Und dann dazu kleiner Benny. Voll geil. Benny einfach besser Mitarbeiter. So, da haben wir den ersten Teleporti. Hier kommt aus dem Boden raus, ihr kleinen Stinkies. Das ist ja cool. Wir lassen jedes Mal drei Fleischi droppen, das finde ich gut. Dazu sage ich nicht nein. So, ich muss immer noch die Skarabäen finden. Hab ich immer noch keine gefunden. Macht mich traurig. Möchte doch so gerne Skarabäen haben. So, erster Waypoint. Nehmen wir mit. Da hinten ist ein Flatterfliedi. Als nächstes möchte ich dahin. Hier ist auch wieder diese Dinger, womit man rumfliegen kann. Im Gegensatz zu Sumero habe ich die bisher aber noch nicht so häufig gesehen. Was haben wir hier Schönes? Lifeless Dar al-Shifa. Added to the archive. Geil. Hallo, der Spike. Ey, Ginny, was geht, Girly Girl? Lange nichts von dir gehört und oder gesehen. Außer ab und zu bei Perchy im Chat. Aber bei Perchy im Chat bin ich eigentlich immer sehr inaktiv, muss ich leider zugeben. Aber schön, dich zu sehen, Ginny. Was geht ab, Girly Girl? Alles klärchen, mein Bärchen? Ja, man merkt, dass der Crit fehlt, aber der Damage ist auf jeden Fall da. Alles fein, fein. Sehr schön. Fein, fein. Das ist gut, gut. Fein, fein ist gut, gut. Was hast du die letzte Zeit so getrieben, Genie Maus? Läuft noch alles? Hm? Also arbeitstechnisch oder sowas? Ich weiß gar nicht, was hattest du gemacht? Warst du in der Schule oder so? Wir haben schon lange nicht mehr gesprochen. Alles lost in translation in meinem Brain. Musst du wissen. Mein Gehirn funktioniert leider sehr schlecht. Bum, bum. Ja, crit-mäßig merkt man schon, dass was fehlt. Könnte mehr sein. Aber der Damage ist halt einfach... Oh, das sind fast 15.000er Hits. Und ich habe noch nicht mal ein gutes Equipment für sie, sondern so ein so mäßiges. Leute, ihr wollt Stress? Ihr kriegt Stress. Oh mein Gott, Alter. Komplette Zerstörung. Neue Leute für DBD kennengelernt, ein bisschen Killer getrollt. Hey, nice, voll geil. Trollen nicht so nett, ne? Also niemals Gegner, niemals Killer trollen. Aber gut gegen sie spielen, finde ich fein. Aber Trollen ist gemein. Kein Troll sein. Oh, ich habe hier irgendwo... Oho, oho, was ist denn hier los? Falle ich hier jetzt rein oder so? Nö, hier ist einfach nur ein bisschen der Boden aufgerissen. Bin krankgeschrieben. Oh Mann, Ginny, du arme Sau. Du arme Sau. Ich wollte sagen, arme Mau. Oh mein Gott, ich wusste es. Fehler. Oh, ich glaube, sie ist tot. Oh, doch nicht tot. Gott sei Dank. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Investigate-Tomate. Oh, da haben wir den Scarabius. Eine Tenacious Beetle. Wo habe ich den jetzt gefunden? Mist, ich habe nicht gesehen. Ich habe ihn einfach nur eingesammelt. Komme ich hier auch wieder raus oder bin ich jetzt im Eimer? Mach mal auf. Oh. Wer ist im Event-Banner? Sino oder so. Hm? Ja, Sino. Eigentlich wollte ich die... Oh, cool. Die Wasserdame haben mit dem Schild und dem Speer, aber ich habe Sino gepullt. Blöderweise. Den wollte ich gar nicht. Hab ihn trotzdem gekriegt. Toll. Sein und wer? Ich weiß leider ihren Namen nicht. Ich habe keine Ahnung, wie sie heißt. Aber es ist auf jeden Fall eine Wasserdame und sie hat ein Schild bei sich. Und wenn ich das richtig mitgekriegt habe im Livestream, kann sie auch heilen. Und deswegen wollte ich sie auch eigentlich haben, weil ich kann nie genug Heiler haben. Ich liebe Heiler. Heiler sind toll.
Und ja, Elektro-Damage-Dealer habe ich halt mehr als genug, deswegen wollte ich Sino nicht unbedingt, aber ich habe Sino gekriegt. Ich war schon bei 60 Puls, die 2 Zehner später kam er dann auch schon. Aber das war ja eigentlich vorauszusehen, dass er dann relativ zeitig kommen würde. Ich hatte nur gehofft, dass im ersten oder zweiten Zehner Sino nicht dabei ist und ich die Wasserdame bekomme. Leider habe ich sie aber nicht bekommen. Schade, schade. Ich glaube, ich habe sogar 3 Zehner reingepult. Nee, ich habe 50 insgesamt reingepult. Nur für sie. Also. Habe sie aber nicht gekriegt. Nee. Ich sterbe immer für die im Endgame, wenn sie sweet sind. Oh. Hast du also sweete Mitspieler kennengelernt, ja? Sweet. Candice, Wasserdame 4 Sterne. Candice, meinst du? Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, wie sie heißt. Aber wahrscheinlich wird sie dann Candice heißen, ja. Hat auf jeden Fall ein Schild. Trägt einen Speer als Waffe. Greift auch irgendwie mit dem Schild an, glaube ich, wenn sie ihre Fähigkeit benutzt und so weiter. Aber ich habe keine Ahnung, wie gesagt. Very, very sweet. Oh, sweet. Nice. So, was ist hier? Können wir Kram lesen? Ja, da war mich nicht voll. Das ist mir... Scheißegal. Ich will einfach nur... Was ist das denn hier? Ach, das ist so ein Skorpion-Typ hier, oder was? Ah, das ist ein Skorpion. Okay. Ich dachte gerade, was bist du denn? Ha! Da war... Was, wo? Was, wer? Was, wie? Da drinnen? Warte, ich mach auf! Komm raus! Hey, was geht, Junge? Was geht ab? Tschüss! Was ist hier los, ey? Hier kommen ja die ganzen... Alter, hier geht ja alles ab, ey! Ja, richtig Bock! Kommt ran, Jungs! Spaß haben! Kommt ran, Jungs. Macht mal ein bisschen Spaß haben. Bubi, komm, folgt mir. Gott, der hat Stress gemacht. Aber voll. Jetzt macht er Wirbelattacke. Er ist Link geworden jetzt. Ach nee, das war ja was anderes. So, komm ran jetzt hier, Kollege. Und Schlitz, Schlitz. Gute Nacht. Oh weia, jetzt geht's los. Candice ist die Beschützerin des Dorfes Aru in Sumero und eine Nachfahre des Roten Königs. Kein Plan. Ich habe keine Ahnung, wer der Rote König ist. Ich habe keine Ahnung von der Stadt. Ich war noch nicht drin. Ich habe sie nur gesehen. Ich brauche mein Fleisch. Ich brauche mein Fleisch. Proteine. Eines Gottes mit dem Namen Dashred. Achso, okay, das ist der Rote König. Gut, damit weiterlesen, anstatt zu labern, Spikey. Das funktioniert immer im Normalfall. Sie nimmt ihre Aufgabe sehr ernst und bietet Reisenden aller Couleur Unterschlupf und Schutz. Okay, cool. Danke für die Information, Tüffelnase. Sehr freundlich. Klingt interessant, aber sie wollte ich unbedingt haben, weil ich glaube, sie kann heilen. Und ich mag Heiler. Heiler sind cool. Benny, Angriff! Was machst du denn da, Benny, du Trottel? Jetzt aber... Noch mehr Fleisch. Fleisch. Oh, da war auch irgendwas anderes dabei. Ja, das ist Fleisch. Was soll das? Miet aus dem Skorpion. Ja, das ist ein bisschen weird. Dann kannst du sie trotzdem... Ja, ich weiß, aber ich hätte sie gerne aus dem Banner direkt gehabt. Das wäre schön gewesen. Weil wenn ich sie jetzt irgendwann off-Banner ziehen werde... Ja, viel Glück, ey. Off-Banner-Charaktere ziehen, du weißt selber, wie das ist. Teilweise unmöglich. Teilweise. So, komme ich jetzt hier wieder raus, oder was? Also ich bin jetzt da hinten drin gewesen, war ich da unten auch? Also da oben war ich. Kam ich von da unten, glaube ich, her, ne? Da komme ich hier bestimmt raus. War gelogen, ich kam hierher. Okay, hier kam ich her. Okay. Dar al-Shifa. Wir sind ja so im ägyptischen Staat oder sowas, voll geil. So, Miro, ihr sollte ja eigentlich, erzähl schon. Ein bisschen Indien nachempfunden sein. Sieht man ja auch an den Kleidungen der Charaktere und so. Was ich ziemlich cool finde, selbstverständlich. Also ich will hier niemanden racismäßig angreifen oder so. Finde ich mega geil alles. Aber das hier kommt mir jetzt halt extremst hart nach Ägypten vor und so, weißt? Ist halt übel ägyptisch.
Vor allem auch die Namen, Dar el-Shifa, obwohl ich war noch nie in Indien, ich habe mir auch noch nie die Namen aus indischen Städten angeschaut, deswegen kann ich da wahrscheinlich eher schlecht als recht drüber urteilen. Aber ich war schon in Ägypten und kenne viele ägyptische Städte. Und daher kommt mir das sehr ägyptisch vor. Horror. So. Dann ist Kenneth eine Vierster. Oh mein Gott, hör auf, NH zu schreiben, Girl. Da werde ich ja bekloppt bei, wenn ich das sehe, du. Das heißt NE oder NEN. NH, ey. Boah. Come on. Dann kannst du sie trotzdem bekommen. Ja, das, wie gesagt, weiß ich. Gott sei Dank. Achso, hatte ich eben schon vorgelesen. Sorry. Hast du keine Puls mehr? Doch, ich habe noch ungefähr 100. Ja, genau 100. Ich könnte sogar noch ein paar mehr holen. Einige paar mehr holen. Ich habe ordentlich reingespart bisher. Seine wollte ich halt eigentlich gar nicht haben. Der war mir doch ein bisschen Banane, der Junge. Aber ich habe ihn jetzt halt trotzdem. Ist halt so, ne? Was soll ich machen? Jetzt bin ich verwirrt. Aber voll verwirrt. Venti ist ja auch dabei. Mensch, das hast du nicht erwähnt. Ja, sorry. Venti ist auch am Schlüssel. Ja, ja. Venti ist da. Da komme ich durch. Das sehe ich jetzt. Ja, dann gehe ich nochmal da hoch. Venti ist dabei, ja. Aber den habe ich halt auch schon. Und der ist C1 von Venti. Ist mir halt völlig egal, weil den spiele ich so nicht. Dass ich sein C1 bräuchte. Und das C1 von Sino, das habe ich mir jetzt nicht genau durchgelesen, nur so überflogen und... I don't know. Das brauche ich halt auch nicht unbedingt, glaube ich. Aber wie viel Fleisch war denn in so einem Skorpion drin? Das ist absolut abgefahren. So, mach mal auf. Komme ich hier wieder raus? Hallo? Der Sound, cute. Venti braucht keiner. Doch, doch, ich. Im Abgrund spiele ich Venti super gerne. Im Abgrund macht Venti richtig Spaß. Vor allem in solchen... bei den Dingern, wo man das Teil in der Mitte verteidigen muss. Das ist übel nice, da Venti zu haben. Bumm. Und wieder raus. Sehr schön. Ah, muss ich unten nochmal reingucken. Da war nämlich noch eine Wand, die ich noch nicht aufgemacht habe. Aber hier kommen wir wieder raus. Das ist schön. Es scheint mir so ein bisschen zur Quest zu gehören. Es kommt bestimmt Candace aus der Ecke, so wie Amber damals. Oder auch nicht. Escape from the hospital. Was? Das soll ein Hospital sein? Willst du mich mobben? God forgives all. Ah, ist gut zu wissen. Gott ist ja auch ein sehr großzügiger Gott. I don't freaking know. Ich kenne Gott nicht, zumindest nicht persönlich. Er hat mich mir noch nie vorgestellt. Ich lurk dann mal. Alles klar, Genie. Danke fürs mit mir chatten und viel Spaß im Lurk. Ich hoffe, ich kann dir ein bisschen Spaß und Entertainment bringen. I don't know. Grüße an deine Füße, meine Liebe. Schön, dass du mal wieder da warst. So, irgendwie hier muss doch jetzt das Ding sein, oder? Oh, wow. Die haben eine Ruhe beschützt. Das hätte ich nicht erwartet. Da ist er, der Dendroculus. Komm zu, Papi. No. So, aber wenn man mal überlegt, schaut euch mal das Gebiet an, die Größe hier so. Shit. Also im Gegensatz zu Sumeru, ja, ungefähr die gleiche Größe, würde ich fast sagen. Vielleicht ein kleines bisschen kleiner auf jeden Fall. Also sieht auf jeden Fall ein kleines bisschen. Also ein bisschen kleiner sieht es aus. Das möchte ich mal nicht verneinen. Aber von der Größe her, ja, das sind dann nochmal ungefähr 30%, würde ich schätzen. Also, kommt hier oben nochmal was dazu? Oder vielleicht auch hier unten nochmal was dran gehängt? I don't know. Obwohl hier unten sieht es eher so aus, als würde es Richtung Wasser und ja, auch wieder so mega Meer sein. Aber da muss, also wenn wir hier 1, 2, 3 Gebiete haben, Vollgebiete. I don't know, ob wir hier wieder ein paar mehr kriegen, so wie das hier.
Also hier sieht es bisher auch nach Land of Lower Setek. Das sieht aus, als wäre es halt genau nur das hier. Dann hier unten wird wahrscheinlich so bis hier so oder hier so, whatever sein. Und dann hier der Rest. Dann haben wir wieder nur so drei Gebiete, wo wir 100% erreichen können. Und I don't know, dann werden wir wahrscheinlich bis 50-60% kommen, würde ich jetzt schätzen. Vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger. Also müssen wir rein theoretisch von der Logik her, so wie es jetzt aussieht, noch mehr bekommen. Aber das steht dann wahrscheinlich mit 3.2 erstmal in den Sternen. Genießen wir erstmal Genshin Impact sowie Tüffelchens Geburtstag. Ein Tüffelchen passt es perfekt zusammen. Er hat noch 100, aber ich denke nicht, dass er unter die 100 gehen möchte. True. Also unter die 100 würde ich schon gehen, das ist jetzt nicht unbedingt falsch, aber nur für einen Charakter, den ich auch wirklich unbedingt will. Der nächste 5-Star wird der 50-50 sein, was ein bisschen blöd ist. Weil ich spare auf jeden Fall Richtung Dendro-Archon. Ich möchte Nahida auf jeden Fall in meinem Team haben. Ah, hier ist wieder so ein Dendro-Kram. Ich spare auf jeden Fall Richtung Dendro-Archon. Ne? Nahida soll ins Team kommen. Ich finde die Kleine extrem cool und knuffig. Und das wäre unser erster, ja, unser jüngster Gott vor allem, nennen wir es mal so. Weil Lesser Lord Kusanali ist halt extrem jung noch. Und ich bin sehr intrigued von ihrer Story bisher. So, wo finde ich denn jetzt hier so ein Dendro-Ding? Da ist der Dendrokulus. Hierfür brauche ich so ein Dendro-Shit. Brauche ich hier wieder einen Dendro-Charakter generell, ist jetzt meine Frage. Meine zweite, die ich gerade in meinem Kopf habe. Oh, jetzt gibt sie uns hier die ganzen Charakter-Stories. Geil, Leute. Lest. Lest und lernt. Kann ich das runterschütteln? Okay, hier gibt es neues Holz, das habe ich noch nicht. Aethelwood. Aber ich kann die Früchte nicht vom Baum runterschütteln. Nö, die muss ich so runterholen. Na gut. Erstmal lernen, wie ich auf die Bäume komme. Alles klar. Das sind sehr dünne Bäume, möchte ich mal dazu gesagt haben. Palmenartig. Du sollst klettern, Girl. Was ist los mit dir? Mann! Schlag ich den Baum zu breit. Guck mal, da fliegt was. Kann ich die vielleicht runterschießen? Piff. Aha. So kriege ich sie runter. Sehr schön. Da muss ich nicht dumm hochklettern wie so ein Vollhonk. So, immer noch. Wo kriege ich jetzt? Ach, da ist doch einer. Oh. Puff. Njau. Kabum. Okidoki, da hinten ist schon die nächste Dingenskirchens-Kabummensbürchens. Jetzt bin ich natürlich nicht hier lang gegangen, sondern hier unten gelandet. Aber ist nicht so schlimm. Council wie Navigation, die werden wir sowieso noch besuchen, die Teile. Aber besuchen wir erstmal den ersten Teleportpunkt, den wir hier gerade nebenan stehen haben. Da oben wahrscheinlich. Und hier ist ein Aufwind. Den nutzen wir doch dann gleich mal. Und wieso liegt da irgendetwas? Oh, da ist wieder so eine Withering Zone. Oh, da muss ich ja später ran, auf jeden Fall. Jetzt will ich erstmal wissen, was da liegt. Warum liegt das da? Wo kommt das her? Traveling Doctor's Handkerchief, okay. Gut, auf dem Weg Richtung nächster Statue. Den Kram oben, den schaue ich mir später ganz in Ruhe noch an. Wie gesagt, über alles, wo ich aus Versehen drüber laufe und auch die Dendrokulusse, die werde ich mir ganz frech und liebevoll einsammeln. Ansonsten über alles, was ich so, wo ich so aus Versehen drüber laufe, das gönne ich mir. Aber ansonsten Top Priority Numero Uno ist die Statuen zu besuchen. Da hinten ist noch ein Teleporter, den gönne ich mir auch. Kommen wir da schon hin? Das wird hier irgendwo sein. Okay, kommen wir auf jeden Fall hin. Cool. Ach, die Kokos sind auch wieder hier. Schön.
Ja, ich wollte nur zu dem Teleporter hier hinten hin. Der ist geradeaus. Auf dem Rückweg kommen wir dann hier nochmal vorbei und holen uns noch die Truhe. Schauen uns da oben nochmal kurz ein bisschen um und dann geht's weiter. Mit der so viele Truhen überall zu finden, ist abgefahren. Aber die brauchen wir auch. Wo ist er denn? Ach, da. Konaganayo. Putz. Ja, man merkt, es ist nicht genug Crit aktuell für sie. Ich glaube, ich wechsle wieder zur anderen Waffe. Du kleiner Stinker, kommst da runter jetzt. Lul. Jetzt kommt die Raiden-Info. Okay, und als nächstes dann noch die Bennett-Info, bitte. Die fehlt jetzt noch. Die findest du mit Sicherheit auch. Bennett ist nämlich sehr beliebt. Aber Raiden ist auch sehr beliebt. Danke, Tüffelnase. Ja, falls ihr schon immer mal die Stories über die Charaktere wissen wolltet, da habt ihr sie. Also, kleine Infos zumindest, nicht die Stories. Die Stories sind natürlich weit unterschiedlich. Weit unterschiedlich. Aber schon mal ein bisschen Info über die Charaktere, falls ihr die kennen möchtet. So, den Porter wollte ich mir holen. Also brauche ich gar nicht mehr zurückgehen. Das kann ich dann später noch machen. Dann gehe ich jetzt entspannt weiter Richtung... Oh, guck mal, da sind Vögelchen. Tschüss, Vögelchen. Bumm. Oh, wow. Das ist eins von den Vögelchen, die mich angreifen können. Klatsch. Ach, Tatsache. Komm runter. Trau dich. Hast dich toll getraut. Die droppen. Oh, wir haben endlich mal Tiere, die Dreier faul droppen. Geil. Nice. Ich habe mich schon gefragt, wo das ganze Geflügel hin ist. Da ist es. Nice. Mhm. Ja, wir wollen da hinten hin. Greifen die von alleine an? Bin jetzt direkt unter seiner Nase entlang gegangen. Scheint mir nicht so zu sein, als würden die von alleine angreifen. Über wen soll ich was suchen? Ihn. Brauchst nichts um ihn suchen, Gottes Willen. Aber wenn du jetzt schon mein halbes Team... Also du hast Euler, du hast erstmal die Dame geholt, Candice, die ich noch nicht kannte. Die hast du uns schon mal gezeigt. Jetzt Raiden Shogun. Ja, beste Waifu im ganzen Spiel, klar. Weil einfach Elektro und cool. Nein, hör auf, über irgendwelche Charaktere was zu suchen. Es ist ein Spaßtüffelnase. Mach dir einen entspannten heute. Hast du verdient. Wie gesagt, gibt ja Leute, für die ist sowas wie Geburtstag eine wichtige Sache. Und für dich scheint es ja eine zu sein. Also mach dir einen entspannten heute. Der Tag heute soll dir gehören, damit du dich entspannen und ausruhen kannst. Ara? Also hör auf, jetzt hier irgendwelche Informationen zu suchen. Kloppte Nase. Gut, da hinten wollen wir hin als nächstes. Solche Sachen lassen wir natürlich nicht aus. Nehmen wir mit. Guck mal, wie leer und groß dieses Gebiet einfach ist, ne? Absolut geil. Oh, jetzt kriegen wir nochmal Raiden Shogun Info. Cool. Tüffel. Das war nicht ganz richtig. Jetzt hör auf. Genieß deinen Tag. Habe ich mir gerade wehgetan beim Runterhüpfen? I don't know. Oh wow, hier ist... Boah, Alter, ist das... Oh mein Gott, so ein Riesenkett. Da ist nochmal so ein Teil. Wenn es mir doch Spaß macht. Na, wenn es dir Spaß macht, meinetwegen. Dann lass dich nicht aufhalten. Da wird mein Chat wenigstens voll gespammt. I love it. Oh. Nein. Oh, toll. Aui. Ah. Ja.
Bennett ist einfach ein nettes Kind, das Pech hat. Ja, ja, so ist er. Unser kleiner Benny. So, wir wollen da hoch. Kommen wir sogar. Ziemlich easy. Yippie! Hep. Schön. Also, hier gibt es viel zu entdecken. Das ist ein riesen Canyon alleine, den ich gerade unter mir gesehen habe. Heilige Pupsnase. Ob sie hier viel in den Untergrund gegangen sind wieder? So wie in Sumeru jetzt schon teilweise? Gilan! Man könnte fast denken, dass Tüffelchen mein Bot ist. Und die Charaktere, die ich spiele. Ein bisschen erklärt. So, Valley of Dari. Sehr schön. New Waypoint. Aber Tüffelchen ist kein Bot. Tüffelchen ist was ganz Tolles. Nämlich ein Mensch. Teleporter kümmere ich mich später drum. Wie gesagt, jetzt geht's erstmal zu den Statuen. Manchmal. Nicht nur manchmal. Häufig. Häufig. So, ich wollte gerade sagen, die wird ja nicht einfach so verfügbar sein hier, oder? Ich kenne doch mein Genshin Impact. Kessoseyo. Wenn ich so eine Woche nicht dusche, bin ich eher wie ein Opossum. Wenn ich eine Woche nicht dusche, dann bin ich eher sowas wie ein Pilz oder so. Und will ganz schnell duschen. Ist hier immer nachts oder was? Nee, der bewegt sich, okay. Es ist aber schon ganz schön lange dunkel hier. Steht er da jetzt mit dem Vogel und argumentiert mit dem Vogel oder was? Das sieht so aus, als würde er sich mit dem Vogel unterhalten, voll gut. Also, ich bin nicht ganz deiner Meinung, Vogel. Und der Vogel so... Don't judge me. I'm just a bird. Bird up. Geiler Vogel. Halt, stopp, 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 stopp. Die kriege ich noch. Hi, ja, oh, doch nicht. Oh, guck mal. Das sind die Kleinen von dem Ding, was wir finden können, glaube ich. Einfrierbar, sehr schön. Macht trotzdem währenddessen irgendwelchen Kram. Unhöflich. Höhere Verteidigung. Dadurch, dass es Maschinchen ist. Ein sehr ancient Maschinchen wahrscheinlich. The Invisible Hand. Das habe ich jetzt schon wieder geschafft. Da, Radiant Prism. Nice. Neue Items. So, was mit dir da? Hui. Jupp. So, hab die Schnauze voll jetzt hier. Maps das Schwert. Ara, ara. Oh, guck mal. Was ist das denn? Oh. Groß. Müssen wir eh entlang. Da müssen wir gar nicht. Da müssen wir lang. Cool. Oh Mann, das wird so cool, hier noch Sachen zu entdecken. Ich freue mich schon. Jetzt gehen wir Richtung... Ja, Richtung von dem Ding. Das wird, möchte ich ja mal nur gesagt haben, auch, glaube ich, sehr geil, das zu entdecken. Vor allem, was macht der denn da? Zieht er irgendwie Energie aus der Welt oder so? Kein Plan, was er da anstellt, ne? So ein Drecksack. Bestimmt ganz böse da. Jetzt noch, bis der Traveler da war und sich darum gekümmert hat, dass wieder alles gut und freundlich ist. Ja, alles böse geworden, als die Traveler Red hier entlang gegangen ist, wenn man den Traveler spielt, den männlichen. Und seit der Traveler hier ist, macht er... Oh, wow, da ist ein Sandsturm. Macht er wieder alles fein und gut. Ah, nicht da, wo ich hin will. Passt. So, Jungs, ihr habt Stress. Ne, ihr wollt Stress. Das können wir einrichten. Oh, what that?
Ping, pang, pong. Boom. Gute Nacht. Ja, ich glaube, die Crit-Waffe wäre smarter. Weil, falscher Knopf, klar, Smarty. Die Crit-Waffe wäre für sie smarter, weil sie momentan für mich noch ein bisschen auf Ulti gebaut ist. Und ihre Ulti crittet ist, glaube ich, wichtiger. Okay. Das sind Informationen, die wissen wir leider schon, Tüffelnase. Die musst du nicht unbedingt mitbringen. Danke. Das ist für uns ganz einfach. Wenn wir die Information haben wollen, müssen wir sie nur haben und uns angucken. Welche Größe sie hat, das wussten wir tatsächlich nicht. Hier gibt's so viel zu entdecken. Oh Gott. Oh, Moment, der Teleporter. Ah, stopp bitte. Stopp. Über ihn weggeflogen. Ein bisschen Ausdauer-Raggen können wir auch noch währenddessen. Dann kriegen wir auch wieder schön viele Primogems geschenkt. Finde ich nice fürs Entdecken alleine. Und Entdecken macht in dem Spiel halt einfach auch sehr großen Spaß. So wie den überaus meisten Open-World-Games macht Entdecken halt einfach sehr viel Spaß. Und da ich das Spiel halt sehr gerne mag, macht das Entdecken hier nochmal extra Spaß. Ne? Ihr wisst Bescheid. Liebe, Liebe und so. Ne? Tolles Spiel, geil. Spaß, Spaß, Spaß. Oh mein Gott, hier gibt's so viel zu suchen, ey. What the fuck? Erstmal straight zu den Statuen. Erstmal die Map aufdecken. Guck mal, ja, das liegt jetzt aber direkt auf dem Weg. Wir sind mitten in so einer kargen Wüste, ey. Boah, geil. I love that, ey. Yippie! Boop! Oh wow, guck mal, die Maschine, die aktiviert sich nicht. Tsunamachi, Neri. Investigator-Tomate. Okay, die Maschine hat auch gar keinen Bock überhaupt mitzumachen. Was soll das denn? Dann halt nicht. Dann maschine dir doch selber ein. Hallo, guten Tag. Die Maschinen sind auch so mehr eingegraben, oder was? Ist euer Ernst jetzt, dass ich gegen die hier kämpfen soll? Ah, okay. Als nächstes kriege ich wenigstens einen Gegner, wo ich mich nicht abcringen muss. Piff, paff, puff. Oh, das war nicht mal die Ulti. Egal. Wenn ich das nächste Mal mit ihr kämpfe, brauche ich auf jeden Fall mal Bennets Ulti, damit sie ein bisschen geheilt wird. Das können wir doch gleich mal veranlassen hier. Oh, what the fuck? Ich komme nicht zum letzten... Oh, komm ich doch. What the fuck? Was war das denn? Hä? Okay, ich bin verwirrt. Ich wollte mich gerade schon ärgern. Ich komme nicht zur letzten Statue. Die wird von einer Invisible Wall gehalten. Da hätte ich wahrscheinlich erstmal die Story spielen müssen. Oh, ein Skarabäus. Da ist einer. Okay, in der Wüste also. Einfach so. In der Wüste. Exploration Knowledge. Gib mir die Knowledge. Loose Sand Piles. Who knows what lies beneath... Scatter with the Animo Power. Okay. Und die Primal Construction Use Catalyze React... Nochmal was? These ancient machines which come from the desert are quite distinct from the ruined machines. In combat, these Primal Constructs will fire their components out while their cores enter and... invisible state that hides them and increases their res. Use catalyze reactions to strike these cores.
or use electro attacks on them during such time as the fired components have been destroyed and need to recover. To cancel this individual, mobilize you to. Okay. Dame, dame. Also, wir brauchen ein bisschen Animo. Das machen wir ganz fix. Und finden gar nichts. Cool. Benny. Ach, wie süß, Bandit ist 1,55. Ja, ist schon klein. Du sollst fliegen, Benny. Danke. Doch nicht. Danke. Sehr schön. Hui. Letzte Statue. Gimme, gimme. The world of bla, bla, bla. Ah, bla, 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 bla. Puff. Boah. The Mausoleum of King Dashred. Okay. Hier haben wir nochmal eins, zwei von den Dingern. Hier ist das Teil, was wir gepriesen bekommen haben. Hier sind nicht viele Teleporter tatsächlich. Da können wir eigentlich einmal so um den Pudding latschen und mir alles einmal holen. Das mache ich, glaube ich, auch einmal. Leaf. Continental Explorer. Dune of Dreams. Cool. Boken da Boken. Autsch. Enemy Reinforcements und die gucken nach da oben. Was? Ach, da oben. Okay, warum? Was euer blödes Problem, Leute? Ihr wollt mich doch ärgern, oder? Weg mit deinem Dendro-Müll. Noch mehr. Ja, let's go. Spaß haben. Yippie. Jo, ernst jetzt? Wer ist er denn? Hä, voll der Kuli. Okay, du kriegst auf die Schnauze. Und zwar nicht zu knapp. Aua. Jack, Metze, Natuki, sagt tschüss. Okay, cool. Hä, wer war er denn? Boah, alter Schwede, hier gibt's auch nicht was zu finden. Er war cool. Ich glaube, die haben sich die Infoschü-Machern. Ja, alles klar, Tüffelchen. Guten Appetite. Die haben sich die, also so sah es jedenfalls aus, das, was er da am Arm hatte, diese Waffe oder dieser Speer oder was auch immer das war, Javelin, I don't freaking know. Ich glaube, die haben sich die, die Technik von diesen Konstrukten zunutze gemacht. Zumindest sah das sehr danach aus, als wäre das was von den Dingern gewesen. Cool. Konagonaya. Ja, man sieht schon, der Damage ist ein bisschen geringer als mit dem Wolfsschwert, weil es fehlt halt ordentlich ATK. Aber es ist more consistent, was den Crit angeht. Das ist halt das Wichtige aktuell für mich. Ja, wie gesagt, sie ist eher aktuell auf Ulti gebaut. Wenn ich ihre Ulti mache, dann will ich die auch gut durchbekommen. Wobei das bei den Gegnern, die mir aktuell vor die Nase springen, nicht so wichtig ist tatsächlich. Und alles, was ich hier an Gegnern besiege, ist halt, ja, nicht der Rede wert, sagen wir es so. Da ist nicht viel HP. Wir sind relativ, also die sind nicht relativ low level, das wäre Quatsch gesagt, das wäre falsch. Wir sind halt nicht gut. Also die haben wenig HP, Punkt.
Der ist ja gerade gespawnt, so puff, und dann... Tschüss. Ich bin verwirrt, ein bisschen. Aber nur so ein bisschen... Ah, okay, bin ich doch nicht, alles klar, jetzt weiß ich Bescheid. Die Frage ist, komme ich an dem Ding irgendwie hoch? Oder rein? Sieht nicht danach aus. Jetzt verpiech dich. Heißt also, ich will ihn vielleicht einfach... Hoppla! Okay, ich bin doch irgendwie reingekommen. Oder? Ja, tatsächlich, hier geht's rein. Okay. Aha, hier geht's hoch. Servus. Na, was geht? Und nu? Upp. Okay, und jetzt ist es verschwunden, oder was? Jo. Oh, cool, okay. Das ist interessant, ja. Will ich gar nichts zu sagen, aber die Frage, die ich mir jetzt gerade stelle, ist das nicht anders machbar, außer so? Sieht man die Sachen so gar nicht sonst? Wir tauschen wieder um. Euler sagt bye-bye. Ich brauche mal einen aktiven Windcharakter. Welchen nehmen wir denn da? Wie wäre es mit einer dicken Heilung? Nee, Quatsch, wäre Blödsinn. Heilung habe ich ja mit Bennett. Ja, wie wäre es mit einer Raiden-Verstärkung? So, dann ist sie dabei. Sie hat nur ein Thrilling Tales of Dragon Slayer. Glaube ich zumindest. Eine World Request. Syma, keine Ahnung, wer du bist, Syma. Tut mir sehr leid. Darfst nicht reinkommen deswegen. Tut mir leid. Thrilling Tales hat sie, ne? Ja, genau. Volles Animus-Set. Ob es gut ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Scheint aber ganz gut zu sein. Nur 254 Elemental Mastery. Brauche ich sie ja nicht mehr von. Hier ist Elemental Mastery drauf. Okay, hier ist Crit drauf. Auch kein Elemental Mastery. Oh, doch, da war Elemental Mastery drauf. Eine Menge sogar, sehr schön. Und, oh, habe ich jetzt nicht drauf geachtet? Energy Recharge, okay. Habe ich wahrscheinlich noch kein Elemental Mastery gefunden. Für Sucrose wäre tatsächlich völlig wurscht, ob sie gute Stats hat oder nicht, weil sie soll bei mir keinen Damage machen. Deswegen hat sie hier auch einfach nur einen Goblin mit ordentlich Elemental Mastery, was lustigerweise trotzdem gute Stats hat. Relativ gute. Aber der Helm bräuchte Elemental Mastery. Den zum Beispiel. Und die Uhr bräuchte Elemental Mastery. Aber davon habe ich, glaube ich, keine, ne? Muss ich mal wieder ein bisschen reintauschen. Für sie ein volles EM-Set zusammenstellen in Viridescent Venerer Form. Weil sie braucht Elemental Mastery, um die Leute zu unterstützen. Und Sucrose ist halt einfach. Ist ganz viel Liebe. Sie ist so süß. Servus. Ja, und durch das Buch, was ich hier gegeben habe, verstärkt sie den Angriff von Charakteren. Können wir uns vielleicht nochmal ganz schnell angucken. Wenn sie rausgewechselt wird, verstärkt sie den Angriff von Charakteren um 48%. Das heißt, sie in Yelan reinzuwechseln, ist eine absolute doofe Idee gewesen, weil Yelan braucht keine ATK. Damit kann sie auch gar nichts anfangen. Das heißt, wir machen das hier und wechseln in sie rein. Da wirbeln nochmal schnell das. Und dann ist sie ultra strong. Sehr viel stronger. Bennett Ulti noch dazu. Dann knallerballert das richtig. Kurze Demonstration, Leute. Achtung. Und zwar fangen wir... Ja, killen wir ihn hier einmal. Pass auf. Wir fangen mit Elektro an. Swuff. Müssen jetzt eigentlich ihre Ulti rausholen. Seine Ulti rausholen. Das war jetzt mal die Ulti. Verwirbeln das nochmal hier. Elektro, zack, zack, hau noch ein bisschen rein. Das Elektro verwirbelt rüber auf sie und dann Knallaballa, Kabum, Extremo. Nur verwirbelt und durch sie reingewechselt. Ordentlich Schaden schon gemacht. Das waren 99.000, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Sehr schön. So liebe ich das. So liebe ich meine Raiden mit dicken Damage.
Dicke Pubis sind mir egal, Hauptsache dicker Damage. LOL. XD. Ist einfach leer. Einfach leer. Die Pyramide steht hier und sonst leer. Das ist so krass. So mega. So, moin. Dann pullen wir die einmal zusammen direkt. Boop. Achso, ich habe gar keine Ulti. Mist. Jetzt habe ich eine Ulti. Kokoyoni. Oh, crap. Oh. Ja, wieder. Dicke Bubis hast du ja selber. Werde ich hier gerade gefettschämt? Übelstes Fettschämen. Aber ja, wo sie recht hat, hat sie recht. Dicke Bubis habe ich selber. So, wir wollen noch ein bisschen weiter in die Richtung. Endendroculus. Den gönnen wir uns natürlich auch. Oh, hier ist so ein Feuerding. Servus. Entschuldigen Sie, Sir, ich muss hier mal hin. Tschüss. Da ist der Dendroculus. Upsi. Da unten sind die weiteren Feuerdinger. Die machen wir doch, wenn wir schon dabei sind, auch noch schnell an. Peng. Das sind drei. Ich brauche aber wieder 1, 2, 3, 4. Oder reichen die drei? Nee, reichen nicht. Ich würde schätzen, da hinten ist der letzte vergraben. Boop. Oder auch nicht. Schade. Hätte ja sein können. Wo ist das letzte von den Fackeln? Da oben. Und piff. Das müsste, jawohl, die Truhe gewesen sein. Sehr schön. Nehmen wir mit. So, hier hinten, da sehe ich schon. Da ist die Domain. Die Illusory City, will? Oh nein, jetzt geht das schon wieder los. Na, great. Ich wusste es, dass sich das jetzt am Ende hier aufhalten wird. Doch nicht, Gott sei Dank. Okay. Kein Timing bisher. Da ist der letzte. Oh nein, es ist eine Abfolge. Wie soll ich die denn rausfinden? Touch. Ah, es ist eine bestimmte Abfolge, wie ich die aktivieren muss. Hier, PIA. Immer wieder die Frage, wie soll ich das denn wissen? Sacred Seal Chiselhammer. Chiselhammer. Sehe ich genauso wie du, Sucrose? Sehe ich genauso wie du. Ja, jetzt die Frage. Wie finde ich es heraus, was ich zuerst machen muss? Wie ist diese Abfolge? Und wo kann ich herausfinden, wie diese Abfolge ist?
Oh, cool. Hier stehen zwar immer irgendwie so ein paar von diesen Feuerblümchen rum. Aber hier steht kein Feuerblümchen. Hier stehen. Ah, doch. Okay, gut. 2, 3. Hier stehen 0. Und da hinten bei dem steht auch eine. Also, wir haben 5 von den Dingern. Dann ist da, wo keine steht, wahrscheinlich der letzte. Also fangen wir hier an mit der Nummer 1. Das hier ist die Nummer 4. Hier neben haben wir 2. Hier ist nichts. Hier brennen 3. Dann haben wir da hinten 4. Und der 5. ist der, wo gar keiner daneben steht. Würde ich jetzt einfach mal dann schätzen. 4. Und der hier ganz alleine, ohne Freunde, nenne ich es jetzt einfach mal Nummer 5. Nö, cool. Yippie. Irgendwas übersehen. Irgendwas verpasst. Durch die Wand einfach gegrabt. Da stehen 3, da stehen 4, da hinten stehen 2. Wir haben 5 von den Dingern. Huhu, sieh ja. An die komme ich aber nicht ran. Steht hier nur eine. Oder zählen diese Kaktusteile mit rein? Weil an die komme ich ja eigentlich auch nicht ran. Das wäre dann hier 4. Aber hier ist auch eine 4. Ne, ist eine 3. Hier ist die 4. Die Frage ist, was ist da drin? Kann ich nicht sehen. Okay. Upsi. 3. Hier steht halt nirgendwo was bei dem Teil. Könnte man eigentlich auch denken, dass es die 0 ist und als erstes gemacht werden müsste. Hier in diesem Kasten steht noch dieser Kaktus mit dabei. Vielleicht bei 0 anfangen? Ja, das habe ich halt auch gerade gedacht. Dass da 0, 1, 2, 3, 4 ist. Tryen wir das. Also 0. Eins. Zwei. Achso, scheiße. Ja, hatte ich eben aus Versehen schon aktiviert durch das Verwirbeln. Da wird das gerade nichts. Muss ich nochmal von vorne anfangen. Zack. Nochmal. 0. 1. 2. Okay. Beide gleichen Gedanken gerade gehabt und hat funktioniert. Danke für den Tipp. Jetzt sind diese, ja, jetzt sind die auch weg.
Guck, ich krieg sogar noch eine Truhe geschenkt. Sweet. So, dann aktivieren wir noch die Domain. Die machen wir aber später. Nur schon mal aktivieren, damit wir uns hierher teleportieren können. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Als nächstes dorthin. Plötzlich fahren sie wieder los. Weg hier. What the fuck? Cool. Noch so ein Ding. Das wird noch viel Erforschungsarbeit. Faduiga! Den kann ich auch so erledigen. Er muss weg. Na, Kollege. Oh, was ist das denn hier? Aha. Eine kopflose Statue. Oh mein Gott. Nein, ich will nicht. Hier gehe ich nicht rein. Hier ist mir zu gefährlich. Du brauchst doch gar nicht versuchen, mich zu überzeugen, Raiden. Ich gehe hier nicht rein. Das ist zu gefährlich. Das kannst du später alleine machen, Girl. Nee, nee, nee. Gestern mega Spaß gehabt mit Anselda mit dem Pedestal Gold. 2:30 war meine Zeit. Ja, nice. Wenn du mal überlegst, hast du nur die drei. Wobei, nee, welche Dungeons musstest du machen? Fürs Pedestal Gold? Oh, lol. Hey, lol. Was zur Hölle? Aber nur drei. Amulette sammeln für das Pedestal und das als Ziel haben. Das 2 Stunden 30, das ist schon ganz schön lange, Golf, ist sie nicht? Wobei, ja gut, ist ja nicht so wichtig. Zeit ist ja nicht so schlimm, aber wenn man halt schon ständig drüber redet, ich fange ja auch an, ständig darüber zu reden, muss man sich dann noch Gedanken darüber machen, ob die Zeit wirklich gut ist, die man hat. Oh, das waren sie schon alle. Also 2 Stunden 30 auf jeden Fall mega. Klar, gar keine Frage. Immer das Gute sehen. Aber für, aua. Lol, da kommen Sachen raus. Aber für ein Pedestal Goal 2 Stunden 30? I don't know, welche Dungeons musstest du denn machen?
Irimed Stone. Achso, das ist der Typ hier. So, der ändert auch wieder irgendeine Infused Firm. Das ist mir scheißegal. Ich klatsche die eh alle instant weg. Tower of Hera, Misery Meyer und Pest. Okay, Misery Meyer Access ist schon scheiße. Da kann man gut und gerne. Wow, da kommt der nächste Stuff raus. Das ist ja witzig. Da kann man gut und gerne eine Weile unterwegs sein. Aber trotzdem, 2 Stunden 30 ist doch schon mal eine Pedestal Goal Zeit, mit der man arbeiten kann. Ich denke mal, beim Pedestal Goal kommt auch immer darauf an, welche Dungeons du halt machen musst. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig bei dem Goal. Weil wenn du nur die 3 Anfangs-Dungeons machen musst, dann ist das, was du brauchst, halt so viel geringer, als wenn du zum Beispiel sowas wie Misery Meyer machen musst. Misery Meyer ist schon ein fieser Dungeon, den man für ein Pedestal Goal machen muss. Weil da kann man gut und gerne lange auf der Suche sein nach dem Somaria-Stab, nach einer Laterne und was man hier alles dafür braucht. Eine Schuhe oder Hookshot, um reinzukommen, richtig? Da kann man, ja, da kann man gut und gerne lange unterwegs sein. Ja, denke ich auch. Ja, aber das ist schon mal eine anständige Zeit. Das fängt doch schon mal gut an. Wenn du jetzt auch noch 2 Stunden 30er hinlegst bei einem Casual 7-7, dann reden wir weiter. Dann bist du krass. Dann bist du nicht nur gut, dann bist du krass. Man sieht auf jeden Fall deinen Progress. Ich gestern auch mit Cyan und Monster besprochen. Und bei alle noch so ein kleines bisschen abgecringed, wie du manche Sachen machst, weil du hast halt einfach Spaß an dem Spiel. Man merkt es halt auch ganz besonders, dass du ganz viel Spaß an dem Spiel hast, auf jeden Fall noch. Du redest aber halt auch immer wieder von guten Zeiten und sowas, deswegen waren einige Dinge, die man sich angeguckt hat, die du gemacht hast, wo man sich fragte, so, warum macht sie das denn jetzt? Eine der Dinge, die uns aufgefallen sind, jedem von uns aufgefallen sind, keiner hat es ausgesprochen, irgendwann habe ich es dann gesagt, so, warum rennt sie eigentlich für jedes kleine Item zurück? Da jetzt für den einen Rubin, da jetzt für den zweiten einen Rubin? Das sind halt so Dinge, wenn du auf Zeit gehst und du sprichst halt häufig über deine Zeit, die musst du dringlichst einstellen. Für einen Rubin zurückgehen? Ne. Wenn es der letzte Rubin ist, den du bräuchtest, um Zora zu bezahlen, dann ja, dann sage ich dagegen gar nichts. Ich bin nicht auf Zeit, das ist mir egal. Ja, aber du sprichst halt sehr häufig davon. Es ist das Gleiche wie bei mir. Ich bin auch nicht auf Zeit aus, ich bin auf Spaß aus. Aber trotzdem spreche ich häufig von der Zeit. Und ich habe auch eine mitlaufen. Und du hast, habe ich, glaube ich, gesehen, du hast ja auch angefangen, eine mitlaufen zu haben. Aber ich verstehe dich. Ich bin auch nur auf Spaß aus. Trotzdem spreche ich ständig von Zeit. Ist halt so eine Krankheit. Man will nicht der Beste sein und man will nicht versuchen, gut zu sein, aber irgendwie hat man doch so ein bisschen den Bock daran, besser zu werden und gut zu sein. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Immer derselbe Blödsinn. Okay, von diesen grünen Dingern finde ich echt eine Menge. Ich hätte aber gerne ein paar mehr Skarabien. Oh geil, hier sind so ein Anubis-Start. Oh, mega, Alter. Das wird so cool, ey. Oh. Ich will da unbedingt rein in die Teile, ne? Das wird so geil. Da kommen auch solche Sachen raus. Das ist zu lustig, ne? Ich muss ehrlich gesagt zugeben, ich habe noch keinen weiteren Skarabius gesehen. Crap. Einmal habe ich das gemacht und die habe ich dann vergessen zu starten. Was? Zeit vergessen zu starten. So, als nächstes dann nach rechts. Oh, hier wird noch so viel zu durchsuchen sein in dieser komplett kargen Wüste. Was ist denn das da für ein Zeichen? Und so ein kleiner leuchtender Strahl. What the fuck? Sind das Geier eigentlich? Sollen das Geier darstellen? Exploration Knowledge. There is mysterious replicator keystones. Forge primal lights are mysterious energy aggregates found in King Dashit's ruins. Get closer than to pick them up and take them with you. Ach, das ist wieder irgendwas zum Einsammeln und zum Aktivieren von irgendeiner Kacke. Oh, Tatsache, okay.
Die Frage ist, wo soll ich das hinbringen? Hier soll ich das hinbringen. Okay. Okay. Oha. Das war jetzt alles mehr als Zufall. Und könnt ihr mal euch verpieseln, Leute? Ja, jetzt geht's mir aber hier, ne? Jetzt geht's mir zu weit. Komm dran hier. Okay, das war ein bisschen Overkill. Na, du sollst wechseln. Danke. Oh, hoppla. Hier ist so ein Ding über meinem Kopf. Ich bin ein Sims. Guck mal, Leute. Ich habe ein Sims-Zeichen über meinem Kopf. Ich bin ein Sim. Okay, cool. Entdeckt, gelernt, let's go. Weiter geht's. Na, jetzt aber langsam gut hier mit dem Rumgehüpfe. Was soll denn das? So, jetzt aber. Ich brauche mehr von den Skarabäen. Es war ja klar, dass sie am schwierigsten zusammen sind. Blöder Sino. Mitten in der Wüste. Jetzt müssen wir irgendwann mal ein paar Skarabäen rumjuckeln. Mano. Es müssen erst nur 3 sein für Level 40, damit er schon mal seinen nächsten Skill kriegt. Ich finde einfach gar keinen. Crap. Hey, geile Bucke, ey. Mega. Und die Klappe. Da! Komm her, du kleiner Kackeroller! Du bist bestimmt ein Kackerollender Skarabäus, wa? Das dürften jetzt 3 gewesen sein. Dann kann ich Sino doch jetzt einmal fürs nächste Level hochpumpen, oder? Gib mir mal nächstes Sino-Level. Ascent, sehr schön. Boop! Sehe ich genauso, mein Alter. Sehe ich einfach genauso. Absolut meine Rede. So. Das ist 10, danach geht es weiter halt mit den üblichen Zahlen. Muss ich mal offscreen dann anfangen zu sammeln, die Dinger. Auf der. Vielleicht sind die auf der Map ja schon wieder zu sehen und zu finden. Dann kann ich die von dort aus direkt mitsammeln. So, 1600, das wollen wir nicht. Boop. Zack, und... Ja, das wird sowieso dauern, bis ich dann die Skarabäen gefunden habe, glaube ich erstmal. Dann lasse ich ihn auf 39 für morgen, dann kann er dann ein bisschen XP sammeln noch. Okay. Skarabäen sind schwer zu finden, da sie klein sind und sich in die riesige braune Wüste einfügen. Ich finde die gelblicher. Aber wenn sie das selber schreiben, meinetwegen. Wenn sie Tinari in ihrer Gruppe haben, wenn sie Kristallon auf ihrer Minikarte hervorgehoben. Ja, habe ich leider nicht. Sie rollen oft
Bälle auf, die zwei- oder dreimal so groß sind, was ihnen helfen kann, sie aus der Ferne zu erkennen. So sehen sie im Spiel nach Referenz aus. Okay. Ja, schade. Tinari habe ich leider nicht. Und diese Bälle habe ich nirgendwo gesehen. Ich habe mir schon gedacht, dass sie irgendwie so eine kleine Kacke-Roller sind. Aber ich habe bisher leider keine gefunden. Also, noch keine gesehen, so Kacke-Roller-mäßig. So, jetzt will ich aber mal wissen, was hier abgeht, du. Wo ist diese Maschine? Wo ist diese Großmaschine? Ich will diese Maschine haben. Sehe ich genauso? Sehe ich genauso, Zhongli? Da ist sie doch. Ist sie unsichtbar? Tomb Guard of the Desert. Oh, die Wespe ist wieder da. Okay, das war jetzt nicht zu krass. Bist du mit einem Bestatter unterwegs, ganz ehrlich? Ja, das weiß ich. Aber er ist nur der Leiter des Bestattungsunternehmens. Er ist ja kein Bestatter an sich selber. Er ist eigentlich nur ein ziemliches Großmaul, aber ein lieber Kerl trotzdem. Davon nehmen wir natürlich eine mit. Bist mit dem Bestatter unterwegs. Ja, ja. Good old Zhongli. Schlongli. Cool. Dann hätten wir das auch schon mal einmal gehabt. Sehr gut. Geht's hier tiefer? Ah, nee, hier komme ich ja wieder raus. Quatsch. Pfug. Ah, cool. So sieht das hier also ein bisschen aus in den, ja, Dingern. Dann gehen wir von hier aus nochmal zu dem, guck da hier, oh schick. Gehen wir von hier aus nochmal zu dem, zu der anderen. King Nashville's rooms have a great number of objects that have the obscured and mysterious power. Okay. Oh, was in it? Use catalyzed reactions to strike this core or use electro attacks on it during such times in the field comp. Das ist genau das gleiche wie bei den anderen Viechern. Na gut. Oh weia. Oh mein Gott, hier wird... Oh Gott, wie sieht's denn hier jetzt plötzlich aus? Oh je. Das ist sau ungesund hier zu sein. Und das Ding, was wir hier suchen, ist Untergrund. So habe ich das Gefühl. Das werde ich dann wohl erstmal entdecken, wenn ich ja, in den Untergrund, also in die Pyramide wahrscheinlich reingehe. Zieht euch das mal rein hier, ey. Oh, wie krass das aussieht, ey. Uiuiuiui. Okay, gefährlich also, sehr gefährlich. Gut, nächster Teleporter da hinten. Der ist aber so weiter oben. Dann gehe ich von hier einfach Richtung Süden. Das Gefühl, das könnte einfacher sein, als wenn ich von der Dings komme. Das ist, das sieht schon... Okay, cool.
Alles klar, Cyanstern. Ein gutes Nickerchen wünsche ich. Und bis später. Da oben. Pling. Oh. Oh, das ist keine Wespe mehr, das ist eine Hummel. Nee, das ist eine Schmeißfliege. Eine fette, dicke Schmeißfliege. Geh mir jetzt bloß nicht auf den Keks, ja? Also geh mir nicht auf den Keks. Im Sinne von, habt ihr sie gesehen? Sie ist gerade direkt vor der Kamera rumgeflogen. Dickes Vieh. Das ist nochmal so ein Aim-Ding, das machen wir doch gleich nochmal. Pling. So, wollte aber zu dem Teleporter. Da ist er. So, next one. Oh, hier geht's rein. Hier ist ein dickes Loch. Dann lasse ich die Truhe da stehen, damit ich hier nochmal irgendwann herkomme. Oh, wow, da geht's richtig tief rein. Uiuiuiui, Chasm 2.0, ich sehe es kommen. Wo war der zweite Teleport? Auf der anderen Seite direkt. Dann fliege ich erstmal kurz rüber, weil ich gerade noch so weit oben bin. Einen anderen Teleporter, den sehe ich hier oben nämlich nicht. AKA, dann wird er wahrscheinlich hier unten irgendwo in diesem Canyon sein. Maybe. May probably. Oder unter Tage wieder so ein Teleporter eher. Das kann natürlich auch sein. Platz, ich will hier durch. Au! Guter Treffer, Jungs.
Okay, so, Teleporter. Muss ich da jetzt wirklich noch hochklettern? Ach du heilige Pupsnase, ist das hoch. Da kann ich so nicht hochklettern, glaube ich. Oh oh. Ah, hier hinten geht's besser. Okay, kein Thema. Ich wollte! Ich habe gerade gedrückt. Jetzt hat... Uhu. Da oben ist ein Dendroculus, das habe ich gesehen. Der wird mir noch nicht mal auf der Karte angezeigt. Und ich habe den früher gesehen. Strong. Jetzt hat er. Also einmal Clicky. Juhu. Yippie. Und Dendroculus. Gather in. Sup. Und das Time-Event machen wir hier auch gleich noch schnell. Wenn wir gerade schon hier sind. Eins, zwei, drei. Aha. Ulkig. Vier. Okay, das... oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, jetzt falle ich hier auch noch runter. Na gut. Time-Event abgebrochen. Danke. Hä? Wie soll ich das denn hinkriegen? Das ist ja übel ungeil. Aber auch irgendwie witzig. Das will ich nochmal testen. Das ist cool. Da muss ich jetzt aber... Oh mein Gott. Gibt es jetzt eine Möglichkeit oder sowas, wie ich das noch anzeigen lassen kann? Vielleicht mit Elektro? Ich bin so vorsichtig. Ich muss, glaube ich, ein bisschen schneller sein. Passt, sehr schön. Puh, Alter, das ist cool. Das ist witzig. Ich glaube nicht, dass es eine Möglichkeit gibt, dass ich mir das irgendwie anzeigen lassen kann. Vielleicht gibt es eine, aber dann habe ich sie noch nicht herausgefunden. Es ist halt einfach useless, die ganzen Ultis zu verwenden. Die Gegner fallen eh instant um. So. Navigate. Die Navigate-Tomate. Auf jeden Fall irgendwo weiter unten. Wir haben hier einen riesigen Canyon. Also hoffe ich, dass ich einfach so rankomme an den Teleporter. Das wäre ganz nett. So, ungefähr hier. Lass uns einfach mal reinfallen. Da ist er doch schon. Oder ist er das? Ja, na klar ist er das. Sicher. Haben wir. Easy. Sehr schön. Next one, da hinten. Einfach nach oben links map-wise. Sehe ich genauso wie Sie, Sir. Ich würde aber tatsächlich sagen, dass meine Idee da ein bisschen smarter ist. Sanuba Kugura Kudagatagada ist cool, gar keine Frage. Aber man sollte vorsichtig sein mit solchen Aussagen. Immer gefährlich. So. Hier sehe ich doch schon wieder irgendwas. Hier liegt nichts dran. Auch nicht. Ne, okay. Dann war es Einbildung. Einbildung ist ja auch eine Bildung, man weiß. Besser als gar keine Bildung. Zwei. Drei.
Okay, muss ich nur aktivieren. Sehr schön. Vor allem gegenüber einer Dame, nicht wahr? Ist einfach so, absolut. Unverschämtheit, muss man einfach mal dazu sagen. War nicht okay. Aber dafür haben wir ihn ja auch umgenietet. Ne? Hat er seine Lektion hoffentlich fürs nächste Mal gelernt. Da fließt der Sand runter an der Seite von diesem Stück Berg hier. Ich zeige mit ihrem Kopf zeige ich auf das, was ich meine. Von diesem Stück Berg hier fließt hier so der Sand runter. Das sieht cool aus. Das ist nice. Nice gemacht. Liebe fürs Detail, so sind sie bei Genshin Impact. Tenlichuk für euch, meine Freunde. Einen großen, knuddeligen Tenlichuk. Das kommt eher angewickelt. Das ist wie dieses Sumpa-Beast aus dem normalen, also aus dem lebenden Sumero, nenne ich es jetzt einfach mal. Wie diese Sumper-Beasts. Da oben flattert ein Geisti. Da wollen wir eh in die Richtung, oder? Ja, relativ. Wir machen das dann noch hier noch fertig. Und dann gehen wir runter zum Teleporter. Wobei, lass mal. Ich kümmere mich da später drum. Sind wir junges Sumper-Beast oder so? Weil da ist jetzt auch gerade eins gewesen. Nee, das sind die gleichen Viecher. Die auch als Packesel von denen missbraucht werden. Und die scheren dann auch noch die Aggression und greifen mich mit an. Frechheit einfach nur. Einfach nur Frechheit. Die Tiere sind eigentlich nicht aggressiv. Zumindest sahen sie nicht danach aus, als ich an denen vorbeigegaufen bin. Ja, dann wurden sie doch aggressiv, weil sie wahrscheinlich gerochen haben, wie ich gefurzt habe. Hier schon der Teleporter. Love it. Nehme ich direkt an mich. Noch ein Eingang irgendwo tief hinein. Mit Kerzen und sowas. Ich weiß nicht, ob können die Kerzen anmachen, die Hillichurls? Sind die so smart? Also sie können auch mit Feuer spielen, gar keine Frage. Aber sind die so smart, Wachskerzen aufzustellen? Können die das? Falls ja, beten die hier gerade irgendwen oder irgendwas an? Es scheint ja vielleicht mal schon noch jemand hier gewesen zu sein in letzter Zeit und diese Kerzen angezündet zu haben. Sieht aus wie ein goldener Wasserfall. Ja, sieht auf jeden Fall cool aus. So, hier irgendwo ein Skarabäus. Ich hätte gern einen. Da, guck mal. Das sieht aus, als könnte es ein... Ach, das ist sogar einer. Der rollt so ein kleines Bällchen. Süß. Ich dachte, der rollt was fast größer ist als er. Das ist der nächste. Sehr schön. Ghetto. Wir kommen den Orten des Skarabäen auf die Spur. Ich werde das später dann mit der Map machen. Diese interaktive Map, die werde ich dafür nutzen. Wollte schon meckern. Okay. Dendro also. Haben wir hier glücklicherweise durch den Kram. Können wir das machen. Bam. Zwei. Irgendwo um diese Oase drumherum würde ich jetzt schätzen, die noch zu finden, die anderen Spots. Oder eher um die Truhe herum, maybe. Na, guck mal hier. Na, alles klar. Remarkable Chest, dafür kriegen wir wieder ein paar Sachen, genau. Dafür kriegen wir wieder Stuff für die Kanne. Die ich persönlich gar nicht nutze. So, das ist Untergrund, das kriegen wir nicht. Hier sind wir soweit durch, wunderbar. Dann gehen wir jetzt noch das Ding hier oben holen und dann kümmern wir uns um die drei letzten hier. Dann haben wir alle Teleporter direkt freigeschalten. So ist mein... Nö, jetzt reicht's aber hier. Gut, geht mal wieder weg. Vespi, hau ab. Da raus geht's. Geh mir hier auf den Sack. Ich hab zu tun. Ich bin am Zocken. Du kannst mir doch nicht beim Daddeln auf den Keks gehen. Einfach drüber gelaufen. Hat
das was zu bedeuten, dass das sich ohne meine Verwirbelung geöffnet hat? Nö. Der wollte mir einfach nur seinen Fungus geben. Der eklige Pilz, Mann. Ui. Bokin. Alles klar, Tüffelmaus, mach das mal. Ich würde einfach dem Weg weiter folgen, jetzt so frech. Oh, wo gehe ich denn lang? Das ist nicht der Weg, den ich hier gerade folge. Upsi. Hey Leute, was macht ihr denn hier Schönes? Darf ich mitmachen? Ist mir egal, ich mache euch einfach alles kaputt, ihr kleinen Stinker. Wisst ihr wieso? Weil ihr Bösewichte seid und mich auch angreifen würdet. Hoppla. Und so. Boop. Eigentlich ist es voll gemein, die einfach anzugreifen. Ne? Die haben eigentlich nichts getan. Die chillen da nur, haben sich irgendwas angeguckt, was sie da hatten und gar nichts getan im Endeffekt. Aber dann komme ich und zerstöre ihnen einfach das Leben. So, das ist wahrscheinlich die Anzeige, dass du hier der Wichtige bist, Kollege. Von daher wollen wir das auch mal gelten lassen. Du bist wichtig. Kenyo Banjuk. Guck mal, die beiden reichen. Und dann würde ich sagen, Zhong Li zusammen mit Raiden. Also das Schild ist ja sowieso immer aktiv, sollte eigentlich immer aktiv sein. Ja, und Raiden füllt einfach nur die Ultis wieder auf. Zhong Li kann die mit seiner Ulti an Spot halten. Schild aktivieren und Raiden bumselt dann einfach mit ihrer Ulti rein. Gut ist. Dann haben wir eine Zweier-Ulti-Kombo jeweils entwickelt. Ne? Bennett und Yelan zusammen. Wobei, ja, für Bennett mit Yelan zusammen ist halt eine dumme Kombo, weil Yelan gar nicht von Bennett profitiert. Nur von dem Feuer, was dann die ganze Zeit kommt, durch die Angriffe dann. Da ich mein Bennett ja auf C6 gemacht habe. Und warum? Weil C6 eine gute Constellation ist. Eine sehr gute Constellation. Für solche Teams nämlich. Die ganze Zeit Feuer auf deine Gegner machen kannst. In jedem normalen Angriff. What the fuck ist das hier auch noch schon wieder, ne? Alter Schwadröni. Holy shit. Das wird auch noch krass. Gut, dann gehen wir mal in die City. Ich denke mal, in der City wird die Hauptquest weitergeführt. Und da gibt es noch einige andere Quests. Okay, dann gehen wir noch nicht in die City. Keine Lust. Dann gehe ich mal von hier aus einfach nach Westen. Aber ist mal wieder ein cooles Gebiet, muss man auf jeden Fall sagen. Ne? Sumeru. Sein Counterpart, der Wüstenteil von Sumeru. Stark gemacht. Sehr, sehr stark. Sehr, sehr geil. Sieht man auf jeden Fall gerne sowas. Also an Kreativität fehlt es den Leuten bei MiHoYo absolut nicht. Die sind kreativ as fuck. Und das ist sehr schön zu sehen, ne? Ich finde das Spiel toll, es macht mir riesen Spaß. Und zu sehen, wie kreativ die Leute sind. Ist einfach schön. Dadurch macht das Spiel halt immer wieder aufs Neue Spaß, neue Dinge zu entdecken. Diese Welt wird einfach so eine unfassbar riesige, gigantische, monströse Welt werden. Ist halt krass. Ist halt einfach krass. Muss man dem einfach nachsagen. Ist wirklich, wirklich krass. Ich freue mich. Ich freue mich immer weiter auf immer mehr. Mit einer der Gründe, warum dieses Spiel mein Hauptgame ist, ist, dass man immer irgendwas Neues bekommt.
nicht immer, aka jeden Tag. Ne? Also ich habe jetzt auch schon Zeiten gehabt, da bin ich wochenlang jeden Tag eingeloggt und habe nur meine Dailies gemacht, mein Harz verbraucht und mich eigentlich schon mehr oder weniger gelangweilt in der Welt von Tavard. Aber wenn dann mal was Neues kommt, dann knallerballern die aber auch immer ganz schön raus. Das ist jetzt halt wieder ein riesiges Gebiet, fresh zu entdecken. Und ich will gar nicht wissen, wie viel Untergrundgebiet ich hier noch zu entdecken habe, was ich noch nicht mal ansatzweise gesehen habe. Man kann die Entwickler von allen möglichen Games immer wieder nur gut sprechen. So, irgendwie muss ich, glaube ich, hier hochkommen, oder? Naja. Das wird eine ganze Aufgabe. Vielleicht von hier eher. Also kommen wir nochmal von hier. Das sieht eher so aus, als wäre es möglich. Na, ich glaube, ich muss da hoch, da hinten. Das ist der oberste Teil, den ich hier sehe und ich will dahinter. Ich glaube, von hier komme ich da um einiges leichter hin. Ja, sehr viel leichter sogar. Hier muss ich auch nochmal her zurückkehren. Da werde ich mir jetzt aber eine Map machen. Und zwar hier ein Ausrufezeichen. Loch im Boden. Huch! Caps einfach aktiviert. Loch im Boden. So. Den speichere ich mir mal ab. Hier muss ich auf jeden Fall nochmal zurückkehren. Ich habe jetzt aber gerade keine Lust weiter zu entdecken. Jetzt möchte ich erstmal die Map aufdecken, was ich schon getan habe. Und noch die ganzen... Mein Entdeckungsdrang ist momentan sehr gedeckt von Horizon Zero Dawn noch sehr. Muss man einfach leider dazu sagen. Glücklicherweise gibt es hier nichts, was ich machen muss. Rein eventtechnisch für den Entdeckungsgedönskram. So, hier klettere ich mal hoch. Das sollte passen. Glücklicherweise gibt es nichts, was ich eventtechnisch machen muss für den Entdeckungskram oder so. Sondern einfach nur, ja, ich habe mir jetzt die Map aufgedeckt. Ich habe alle Teleporter freigeschalten, damit ich hier überall hinkomme, wo ich hin will. Und dann werde ich entspannt die Archon-Quest durchspielen später. Das werde ich nicht on-stream machen. Gönnt euch das Spiel selber, spielt selber die Archon-Quest, weil ich werde sie mir nicht durchlesen. Ich werde einfach nur durchrushen. Weil ich glaube... Warte, ich machen wir noch. Ich glaube, wir werden höchstwahrscheinlich in den letzten... Oh toll, der fliegt da jetzt oben drauf, das ist ja supi. In den letzten Gebieten haben wir nämlich mit der Archon-Quest... jedes Mal, wenn sie ein bisschen vorangeschritten ist, den Boss bekommen. Und 3 und 4, das klingt mir schon so, als könnten wir demnächst einen Boss bekommen, wo wir auch wieder besondere Sachen sammeln können. Ne? Wie bei Tartaglia diese Items, bei Shogun diese Items, bei Devalin diese Items, die man fürs Leveln, wenn man die Talente auf Level 9 und Level 10 levelt, die man dafür braucht. Ich schätze mal, dass wir hier mit den nächsten zwei Archon-Quests, die wir jetzt hier bekommen, wir haben mal 3 und 4 bekommen. Chapter 3 und 4, ich glaube, steht hier auch. Dreams Emptiness. Archon-Quest available? Nee. Seine Quest, die werde ich dann auch noch entspannt spielen. Ja, ich weiß leider nicht. Irgendwo stand das hier, glaube ich, noch mit dabei.
Da werde ich auf jeden Fall, ja, schätze ich sehr, dass wir als nächstes einen Boss kriegen werden. Mit der Archon-Quest Nummer 3 und der Nummer 4. Bin ich schon sehr gespannt drauf. So. Teleporter haben wir auch alle, bis auf die in der Stadt. Und wie gesagt, ich glaube, in der Stadt wird es wahrscheinlich weitergehen mit der Archon-Quest. Deswegen, da werde ich jetzt nochmal kurz reinhüpfen, den Teleporter mir snacken. Und dann waren wir 2,5 Stunden online. Heute leider nur ein ganz kurzer Stream. Wir machen hier auch gleich wieder Feierabend. Ich wollte jetzt nur noch die ganzen Teleporter alle freischalten. Der ist hier natürlich über mir. Großartig. Und wie gesagt, Quests und sowas, also darum kümmere ich mich, wenn ich das privat spiele. So. Bam. Teleporter Way unlocked. Perfekt. Gönnen wir uns noch. Der Dendroculus, ist der hier oben auf dem Haus drauf? Gucken wir nochmal schnell nach. Da ist er. Gönnung! Oh, komme ich nicht ran. Schlong die einmal bitte. Shintendutsch. Na, das solltest du aber nicht so machen. Du solltest springen, mein Alter. Danke. So. Supi. So, okay, war nichts mit der Quest, alles klar. Was haben wir denn noch bekommen hier? Dass ich, achso, die Dinger werden auch als Ausrufezeichen angezeigt, ne? 1, 2, 3, supi. Alles klärchen. Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, Leute, wir Alt-F4'en uns hier raus. Heute nur ein relativ kurzer Stream, weil ich habe noch einiges zu erledigen, was ich noch erledigen will. Jetzt, wo ich nicht mehr im Urlaub bin, muss ich das natürlich an meinen freien Tagen machen und meine freien Tage sind gestern und heute. Heißt also, wir hüpfen direkt schon rüber in den Ending-Screen, ihr Lieben. Wie gesagt, nur ganz kurzer Stream heute. Morgen bin ich aber wieder für euch am Start. Das bedeutet, liebe Freunde, falls ihr live bis hierhin da wart, vielen lieben Dank dafür. Heute nichts passiert. Ganz entspannter Stream. Einfach nur ein bisschen Genshin gespielt. Bisschen Dailies gemacht. Bisschen entdeckt. Neues Gebiet. Komplett freigelegt. Da werde ich mich jetzt privat drum kümmern, dass da ordentlich was passiert. Und falls ihr euch den Wort bis hierhin angeschaut habt, vielen lieben Dank auch dafür. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. AKA morgen. Wenn es wieder heißt, dass wir gemeinsam zocken. Habt noch einen schönen Tag und bis morgen. Ciao, ciao. Let's go.